Einen schönen Vormittag. Ich begrüße Sie zu einer ZIP-Spezial. Uns erwartet heute ein dichtes politisches Programm. 4 Pressekonferenzen von Regierungsmitgliedern zur aktuellen Corona-Situation sind heute geplant. Die erste mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober beginnt in wenigen Minuten. Dabei soll es darum gehen, wie unser Gesundheitssystem aktuell aufgestellt ist. Am Nachmittag wird Bundeskanzler Kurz dann per Video am EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs teilnehmen. Auch die G20, die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, werden heute mit der UNO und der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, beraten, wie man gemeinsam gegen Covid-19, das Coronavirus, vorgehen will. Eine Gefahr für die gesamte Menschheit, hat der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres das Video bezeichnet. In Italien und Spanien sind bereits mehr Menschen an der Infektion gestorben als in China, wo das Virus ursprünglich ausgebrochen ist. Ein kurzer Überblick über die Situation in Österreich. 34 Menschen sind an den Folgen des Virus gestorben. 5.888 Personen sind infiziert. Das sind die aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums von heute früh. Die getroffenen Maßnahmen, um die Verbreitung des Virus einzuschränken, haben auch massive Auswirkungen auf die Wirtschaft. Der Mangel an Erntehelfern trifft die Landwirte besonders. Das Landwirtschaftsministerium hat, um den Mangel an Erntehelfern auszugleichen, eine Online-Plattform gegründet. Auf der kann man sich für die Arbeit am Feld melden. Das können etwa auch die machen, die jetzt in Kurzarbeit sind, weil es in ihrer eigenen Firma derzeit nicht möglich ist zu arbeiten. Arbeitsministerin Aschbacher stellt dazu klar, dass es möglich ist, in der arbeitsfreien Zeit unbeschränkt dazu zu verdienen. Zu bezahlen sind nur die üblichen Abgaben und Steuern. Bundeskanzler Kurz hat nun in einem Interview mit dem israelischen Fernsehen eingeräumt, Corona anfangs unterschätzt zu haben. Warnungen des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanyahu hätten bewirkt, dass man sich noch einmal intensiver mit möglichen Folgen durch das Virus beschäftigt hätte. Dadurch hätte man im Endeffekt schneller reagiert als andere europäische Staaten, etwa was Grenzschließungen betreffe. Wir schalten jetzt in die Wiener Innenstadt vor das Bundeskanzleramt. Dort ist unser Reporter Matthias Westhoff. In wenigen Minuten beginnt die heute erste Pressekonferenz, die heute von Gesundheitsminister Rudolf Anschober bestritten wird. Er wird vor die Presse treten. Was ist da heute zu erwarten? Der Gesundheitsminister beginnt seine Statements üblicherweise mit einem aktuellen Überblick über die Entwicklungen des Coronavirus weltweit, europäisch und ganz besonders natürlich in Österreich. 5.888 Menschen sind derzeit an Corona erkrankt. Die positive Nachricht, wenn man so will, ist, 89% haben einen sehr milden Krankheitsverlauf. Das heißt, die müssen nicht in Spitälern behandelt werden. Die anderen schon und 90 Patienten derzeit sogar auf Intensivstationen. Und genau darum geht es jetzt, dass die Zahlen steigen werden. Und mit diesen steigenden Zahlen werden auch die Spitalsbehandlungen zunehmen. Der Gesundheitsminister wird hier mit 2 Experten erklären, was die Spitäler bisher schon vorbereitet haben und was sie noch vorbereiten werden, um mit den zu erwartenden steigenden Patientenzahlen umgehen zu können. Steigen sollen die Zahlen aber auch in Bezug auf die Tests. Man will hier mehr Tests durchführen. Bis zu 15.000 sollen es an einem Tag werden. Wie sieht da die aktuelle Situation derzeit aus? Erreicht man das schon? Nein, das erreicht man noch nicht und mir ist auch nicht ganz klar, bis wann man das erreichen will. Testen, 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 das war die Parole der Regierung Anfang dieser Woche. 15.000 Tests pro Tag ist das Ziel. Derzeit haben wir in Summe 36.000 Tests durchgeführt und dazu kommen sollen noch hunderttausende Schnelltests. Das muss man jetzt kurz erklären. Ein Schnelltest kann bei einem Verdachtsfall nicht zeigen, ob er Corona erkrankt ist oder nicht, sondern er kann im Nachhinein zeigen, hatte jemand die Corona-Erkrankung oder nicht. Da werden Sie sich jetzt vielleicht fragen, naja, was hat denn das für eine Relevanz? Die Relevanz ist sehr hoch, weil es gibt Studien, da geht man davon aus, dass 50% der Menschen, die an Corona erkranken, gar keine Symptome haben, aber trotzdem ansteckend sind. Und es ist ganz zentral zu wissen, wie viele Menschen in Österreich diese Erkrankung vielleicht haben oder hatten, aber keine Symptome hatten und deswegen in keiner Statistik aufscheinen. Das ist deshalb relevant für die Politik, um die Maßnahmen anpassen zu können und entscheiden treffen zu können. Und da wird sicher ganz spannend sein, bis wann man diese Testkapazitäten erreicht und bis wann man diese Schnelltests bekommt, denn die wollen weltweit natürlich derzeit alle. Und vielleicht werden wir da heute schon wieder mehr Details dazu erfahren. Vielen herzlichen Dank, Matthias Westhoff, für diesen Überblick.
Dass Pressekonferenzen sowie die heutigen seit Corona anders ablaufen, das ist inzwischen Alltag geworden. Doch unter erschwerten Bedingungen laufen heute auch zwei große Treffen auf EU-Ebene ab. Das Europäische Parlament kommt in Brüssel zu einer Sitzung zusammen, bei der die meisten Abgeordneten ihre Stimmen von weit außerhalb Brüssels abgeben werden. Und die EU-Staats- und Regierungschefs halten ihr Gipfeltreffen mit dem Schwerpunkt Corona-Krise per Videoschaltung ab. Bei der Vorbereitungssitzung nimmt Ratspräsident Charles Michel noch im gleichen Raum Platz wie die Botschafter der Mitgliedsländer, wenn auch mit erheblichem Sicherheitsabstand. Der eigentliche Gipfel wird aber wieder, so wie zuletzt, über Videoleitungen laufen. Es wird vor allem darum gehen, wie man irgendwann wieder aus der Krise herausfinden könnte. Die EU-Kommission spricht von größtmöglicher Flexibilität, auch in Budgetfragen, die jetzt nötig sei. Flexibility is the key word in this context. Aber die Meinungen zur Flexibilität gehen auseinander. 9 Regierungschefs, darunter jene der meist betroffenen Länder Spanien und Italien, fordern eine gemeinsame Aufnahme von Schulden, um die Folgen der Krise in den Griff zu bekommen, mit sogenannten Corona-Bonds. Aber vor allem Deutschland und die Niederlande haben sich in dieser Frage bisher äußerst reserviert gezeigt. Bevor wir in wenigen Minuten die Pressekonferenz von Gesundheitsminister Rudolf Anschober übertragen, schalten wir jetzt wieder in unsere Medienlounge. Dort ist heute Andreas Mayer-Bohusch aus unserem Innenpolitikressort. Und es tut mir leid, Andreas Mayer-Bohusch, ich höre, in diesen Minuten beginnt die Pressekonferenz. Gesundheitsminister Rudolf Anschober ist vor die Presse getreten. Hören wir, was er zu sagen hat. Geschäftsführer von Gesundheit Österreich Herwig Ostermann und Herwig Kolleritsch, Facharzt für spezifische Prophylaxe zum Thema Corona-Vorsorge an den Spitälern. Und ich ersuche zunächst um das Statement von unserem Herrn Gesundheitsminister. Bitte schön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind mitten in der globalen Pandemie. Die Zahlen steigen drastisch weltweit an. Es gibt eigentlich eine einzige Ausnahme, das ist Asien mit vielen Ländern, die mittlerweile eine Stabilisierung erreicht haben. Wir haben aber weltweit heute früh 471.000 Erkrankte, bestätigte Erkrankte. Das ist in den letzten 24 Stunden ein Zuwachs von 48.000 Erkrankten. Das heißt, es geht wirklich in vielen Regionen dieses Planeten drastisch nach oben, was die Erkrankungszahlen betrifft. Mittlerweile etwas über 21.000 Todesfälle. China sehr, sehr stabil, immer nach wie vor bei ganz, ganz leichten Zuwächsen, kaum mehr Bewegung. Italien nach wie vor mit starken Steigerungen. China hat 81.000 Erkrankte, Italien 74.000. Das heißt, das schiebt sich schon sehr, sehr eng zusammen. Italien an der Spitze, was die Todesfälle betrifft, mit 7.500 mittlerweile. Sehr, sehr starke Zuwächse in den USA mit derzeit 69.000 Erkrankten. Das ist ein Plus von 13.900 oder 25%. Spanien auch sehr starke Zuwächse mit 49.500 Erkrankten. Deutschland 37.000. Die Schweiz mittlerweile schon bei 10.900. Auch bei uns steigen die Zahlen deutlich. Wir sind mittlerweile bei den Tests bei 36.000 Tests angelangt. Das ist auch im internationalen Vergleich eine durchaus starke Zahl, aber soll weiter ausgebaut werden, stark ausgebaut werden. Wir sind mittlerweile bei 6.001 Erkrankten angelangt. Das ist ein Plus von 13,6% im Vergleich zum Vortag. Sie können sich erinnern, wir haben immer gesagt, wir wollen von den 40% runterkommen auf 20. Lassen Sie sich nicht irritieren von diesem relativ guten Wert. Das ist ein Tageswert. Bei uns zählt immer der 6-, 7-, 8-Tages-Trend. Das ist das Entscheidende. Hier müssen wir in den einstelligen Bereich kommen. Das ist das Ziel, damit wir die Stabilisierung erreichen, die wir brauchen. Wir haben mittlerweile in Österreich 42 Todesfälle. Wir haben gemeldet 112 Genesene. Auch da bitte noch etwas mit Vorsicht. Ich bin mir sicher, dass da das Meldesystem noch nicht hundertprozentig ist. Die Zahl ist sicher schon höher. Wir haben derzeit 547 dieser Erkrankten, die hospitalisiert sind, 96 in Intensiv. Und der ganz große Rest von 87% ist
in einem sehr, sehr milden Krankheitsverlauf und deswegen zu Hause. Das ist mit eine Stärke der österreichischen Strategie, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen zu Hause sein können und wir deswegen auch Reservekapazitäten in den Spitälern zusätzlich aufbauen können. Also unser Ziel ist, unser erstes, und das ist das Wichtigste, die Zuwächse, dass die Zuwächse nicht höher werden als die Gesamtkapazität unserer Spitäler. Das ist das erklärte Ziel. Das ist das, was in Teilen Spaniens, in Teilen Italiens nicht funktioniert hat. Und daran arbeiten wir mit allen unseren Möglichkeiten und Kräften, um eine derartige Entwicklung in Österreich zu verhindern. Es ist sicher für uns und für die Gesundheitsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht einfach, dass im heurigen Jahr die Grippe langsamer zurückgeht, was die Zahlen betrifft, als in den Vorjahren. Wir sind nach wie vor bei prognostizierten, geschätzten 112.000 Grippe- und grippeähnlich Erkrankten. Das nimmt natürlich Kapazitäten in der augenblicklichen Situation. Wir rechnen aber damit, dass es in den nächsten zwei Wochen nach dem Vorbild der letzten Jahre, dann, wenn es wärmer wird, einen sehr, sehr schnellen Rückgang dieser Erkrankungszahlen geben wird. Und das ist für unsere Kapazitäten sehr, sehr wichtig. Das große Ziel, dass die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, dazu führen, dass wir nur mehr einstellige Zuwachsraten haben. Im mittleren einstelligen Bereich wäre es mir am liebsten, wenn ich mir was wünschen darf. Wir evaluieren tagtäglich, was die Zahlen betrifft, und merken, dass es einen Trend gibt, dass die Maßnahmen zu wirken beginnen. Aber wir sind weitaus noch nicht dort, wo wir hinwollen und wo wir hin müssen. Deswegen noch einmal an dieser Stelle der Appell an jeden Einzelnen, vor allem an die 5%, die nach unserer Schätzung noch nicht so dabei sind, wie es notwendig ist. Diese 5% werden sehr, sehr viel entscheiden, ob wir unsere Ziele erreichen bis Ostern oder ob wir davon entfernt bleiben. Das große zweite Ziel ist es aber, dass wir uns im Spitalsystem gut aufstellen, dass wir uns gut vorbereiten, dass wir uns so vorbereiten, dass wir ausreichend Kapazitäten haben. Es hat eine ganze Serie von Vorbereitungsmaßnahmen gegeben. Es werden, wie Sie wissen, in den Spitälern in Österreich derzeit nur mehr Akutfälle operiert. Was an Operationen zu verschieben ist, wo es gleichgültig ist, ob man morgen oder im Oktober operiert wird, wird verschoben, damit wir die Kapazitäten sparen. Wir haben, was glaube ich noch nicht bekannt ist, auch umfassende Liberalisierungsschritte im Corona-Gesetz gemacht, was die Möglichkeiten des Ausbaus der personellen Ressourcen betrifft, was den Ausbau der Ärzte Handlungsmöglichkeiten betrifft. Wir haben nämlich im Corona-Sammelgesetz auch das Ärztegesetz verändert. Seit einer Woche können dadurch oder seit gut einer Woche können dadurch Untersuchungen etwa in Labors auch ohne Arzt, Ärztin durchgeführt werden. Das ist wichtig, um die Laborkapazitäten zu steigern. Wir haben die Regelung jetzt, dass Ärztinnen eines Sonderfachs, also Fachärztinnen, auch in anderen Bereichen ärztlich tätig sein können als in ihrem eigentlichen Fachgebiet. Wir haben damit mehr Spielraum in den Spitälern. Wir haben drittens die Möglichkeit geschaffen, dass pensionierte Ärzte, dass ausländische Ärzte, dass Turnusärzte auch unter Aufsicht ärztliche Tätigkeiten durchführen können. Auch wichtig, damit ich Reservekapazitäten schaffe und etwa Erkrankte ersetzen kann. Und wir haben auch für die Medizinstudentinnen eine neue Plattform geschaffen, was das Rekrutieren für Tätigkeiten für einfachere Unterstützungstätigkeiten, Hilfstätigkeiten betrifft. Medizinstudenten haben sich Hunderte gemeldet, die arbeiten zum Teil jetzt mit bei 1450, sind Medizinstudentinnen in den letzten zwei Semestern, wo schon viel Know-how da ist, eine wertvolle Unterstützung für jene Hotline, die uns sehr, sehr geholfen hat in den letzten Wochen, die dazu geführt hat, dass eben die Menschen mit Symptomen nicht in die Spitalsambulanz, nicht zum Arzt gegangen sind, sondern
sondern sich lenken haben lassen und damit die Ausbreitung reduziert haben. Soweit ein paar Liberalisierungsschritte, die uns im Bereich der Spitalskapazitäten und Strukturen deutlich verbessern. Wir sind dabei, die Testungen auch bei der spezifischen Gruppe der Spitalsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter zu intensivieren und zu verbessern. Wir haben ein Schutzkonzept Spitäler erarbeitet, das österreichweit Gültigkeit hat, wo es darum geht, dass man das Einschleppen von Coronavirus-Fällen möglichst unterbindet, soweit das möglich ist. Und wir haben auch Erfolge im Bereich der Schutzkleidung, der Beschaffung der Schutzkleidungen. Da ist natürlich auch nicht nur das Spitalspersonal, aber ganz besonders betroffen. Heute Donnerstag werden zum Beispiel große Mengen von Überschuhen, Handschuhen, Masken, Desinfektionsmittel in Österreich einlangen, die am internationalen Markt erworben werden konnten, muss ich heute sagen. Das ist ja mittlerweile ein Ringen um jede Bestellung, weil der Markt eng ist und alle wollen auf diesem Markt tätig werden und erfolgreich sein. Morgen kommt der erste Teil einer Großlieferung, morgen kommt eine Großlieferung, was Handschuhe betrifft, 11 Millionen Handschuhe. Am Samstag wird die erste Großlieferung im Bereich von Masken kommen, am Montag Schutzanzüge. Das heißt, wir sind sehr, sehr offensiv in diesem Bereich unterwegs, um hier den Schutz noch deutlich zu verstärken. Das ist der Bereich und natürlich geht es uns ganz stark auch, ganz wesentlich um die Bettenkapazität, auch um eine berechnende und berechenbare Bettenkapazität, wo wir einschätzen können, bei welchem Krankheitsverlauf und bei welchen Zuwächsen haben wir welchen Bedarf und wo stehen wir, inwieweit können wir diesen abdecken. Zu diesen Fakten, die uns dann gleich präsentiert werden, kommt die Tatsache, dass die Länder sehr aktiv sind im Vorsorgen, was sogenannte Corona-Sonderkliniken betrifft. Das sind Zusatzstationen außerhalb der Spitäler, die geschaffen werden für Menschen mit einem milden Krankheitsverlauf, die aber trotzdem nicht zu Hause bleiben können, weil sie zum Beispiel keine Betreuungsmöglichkeit zu Hause haben und Ähnliches mehr. Da sind wir mittlerweile bei 12.000 Betten und bauen derzeit noch aus in Richtung 20.000 Betten. Das schaut gut aus. Das ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme, um wieder die Spitäler zu entlasten und um zu erreichen, dass der oder die, wo es nicht unbedingt notwendig ist, dass er direkt im Spital ist, hier eine andere Behandlungs- und Betreuungsmöglichkeit, eine ausreichende, findet. Das funktioniert gut. Ja, und ohne diese Zusatzplätze schauen wir uns natürlich laufend an, welchen freien Bettenbestand haben wir und stimmen das mit den laufenden Prognoserechnungen ab, Tag für Tag de facto. Die Länder melden ein und unsere Prognoserechner bringen sozusagen laufend auch eine Aktualisierung des aktuellen Standes, was die Rechnungen und was die Bettenzahl betrifft, und verschneiden diese beiden Daten. Und der Universitätsprofessor Dr. Herwig Ostermann, der Geschäftsführer der Gesundheit Österreich, wird uns jetzt verraten, wie schauen wir da aus für die nächsten Wochen. Sehr gut. Vielen herzlichen Dank, Herr Bundesminister. Zunächst auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Vor gut einer Woche wurde sozusagen eine sogenannte Covid-Data-Taskforce vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz beauftragt, sich mit der Kurzfristprognose sozusagen intensiv zu beschäftigen, die bestehenden prognostischen Modelle übereinander zu legen und mit einer konsolidierten Prognose sozusagen entsprechend dann auch eine informations- und evidenzbasierte Entscheidung zu unterstützen. Diese Taskforce besteht aus drei Forschungskollektiven, wenn man so will. Das ist einmal das Team rund um die Technische Universität Wien, DexHelp und DWH. Das ist auf der anderen Seite das Team rund um die Medizinische Universität Wien und Complexity Science Hub. Und das ist dann auch noch das Team, das wir bei uns in der Gesundheit Österreich, das ist das Nationale Public Health Institut, wenn man so will, das Bundesinstitut für das Gesundheitswesen, das Team, das wir hierfür abgestellt haben. Die drei methodischen Ansätze, das erscheint mir an dieser Stelle auch wichtig zu betonen, haben unterschiedliche Zugänge. Wir arbeiten mit drei Modellen. Ein Modell hat einen Bottom-up-Ansatz.
Das basiert auf einer agentenbasierten Mikrosimulation. Das zweite Modell ist dann eher top-down sozusagen, entsprechend über eine epidemiologische Ausbreitungsfunktion, und das wird dann nochmals hinterlegt mit einem Zeitreihenmodell. Wenn Sie so wollen, ist das das Beste aus drei Welten, was wir hier versuchen zu verheiraten, um eben nahezu eine profunde und gesicherte Aussage treffen zu können. Es ist aber immer so, wie bei allen diesen Prognosen, je weiter man in die Zukunft schaut, desto unsicherer wird der Prognosezeitraum und desto größer werden dann natürlich auch die entsprechenden Schwankungsbreiten. Das versuche ich Sie bitte auch immer bei der Interpretation zu berücksichtigen. Eher geht es da um die Fragen, wie weit sind wir bis bestimmten Zeiträumen einfach in einer Rahmenbedingung oder in einer Nebenfunktion noch drinnen oder eben nicht. Was darf ich vielleicht noch sagen zur prognostischen Güte? Wir sind derzeit in einer Situation, und das erscheint im heutigen Verlauf oder vor dem heutigen Hintergrund der Zahlen vielleicht nicht zunächst ganz intuitiv, dass wir natürlich viele Auswirkungen derzeit im Modell sehen, die ihren Ursprung vor 14 Tagen, vor 21 Tagen und länger hatten. Ja, wenn wir im Schnitt davon ausgehen, dass Personen erst nach 4 oder 5 Tagen sozusagen hospitalisiert werden, wenn wir im Schnitt davon ausgehen, dass milde Verläufe nach 14 Tagen abheilen, wenn man davon ausgeht, dass sozusagen auch bei den tragischen Todesfällen dies nicht unmittelbar eintritt, dann sieht man hier sehr, sehr klar, dass wir einfach mit Zeitreihen zu rechnen haben und teilweise eben noch beim relativ gesehen am Beginn der Entwicklung stehen. Das heißt, wir haben hier sozusagen noch recht volatile und kleine Zahlen. Das erschwert ein Stück weit dann auch Prognosen zu treffen. Ich möchte vielleicht Ihnen das kurz an einem Beispiel darstellen, wie wir derzeit sozusagen die Möglichkeiten von uns sehen, gesichert in die Zukunft zu schauen. Ja, das ist mehr oder weniger der berühmte Wetterbericht. Ja, binnen 5 Tagen kann ich relativ gut sehen, wie die Entwicklung sein wird. Ja, binnen 10 Tagen habe ich auch noch eine gute Schätzung. Und alles dann, da sind unsere Modelle derzeit so, dass noch sehr, sehr viel in der Zukunft offen ist. Ich habe Ihnen hier bereits sozusagen diese ersten Prognoseergebnisse versucht kurz darzulegen und möchte die anhand dieser Darstellung auch kurz Ihnen erläutern. Ja, ich werde auch im Zuge dieser Darstellung auf die entsprechenden Datengrundlagen eingehen. Was sehen Sie hier auf dieser Abbildung? Sie sehen hier sozusagen die Prognose, ja, und auch den Verlauf der bisher positiv getesteten Personen. Wenn Sie diese erste Linie nehmen, die am 1. März beginnt und sozusagen bis zum 24.3. fortgezogen ist, dann ist das der historische Verlauf der positiv Getesteten, den wir über das epidemiologische Meldesystem des Bundes entsprechend berichtet bekommen. Was Sie dann ab dem 24.3. sehen, bereits gefüllt natürlich mit Echtdaten, mit dem Datenbestand, sind die prognostischen Werte, die hier abgeleitet werden. Die Grundlage für die Prognoserechnungen an dieser Stelle, das ist auch ganz, ganz wichtig, sind diese drei Modelle. Sie sehen hier aber zwei Balken. Sie sehen einmal einen blauen Balken und einmal einen grünen Balken. Der blaue Balken beschreibt den Stand der aktiv Erkrankten. Das sind die Personen, die positiv getestet waren und noch nicht genesen sind. Ja. Der grüne Balken hier, und das ist wichtig, wenn man diese Daten mit dem elektronischen Meldesystem vergleicht, ist sozusagen eine modellierte Größe der Personen, die entsprechend auch wieder genesen. Ja, Herr Minister hat es schon kurz angedeutet. Ja, die internationalen Beobachtungen und auch die Modellannahmen unserer Kolleginnen und Kollegen in Deutschland am Robert-Koch-Institut gehen davon aus, dass Personen mit mildem Verlauf der Erkrankung 14 Tage im Durchschnitt nach der Diagnosestellung entsprechend wieder genesen. Ja, das ist die Frage, wie gut haben wir hier eine entsprechende Reportinggüte etc. Ja, im elektronischen Meldesystem des Bundes, das ist vielleicht im epidemiologischen Meldesystem, das ist vielleicht an dieser Stelle auch wichtig, zählen wir immer die Zahl der insgesamt positiv getesteten Personen, damit man also hier auch richtig das Modell entsprechend mit dem Verlauf der Informationen kalibrieren kann. Was Sie hier sehen, und das ist sozusagen die beste, das ist noch der Zeitraum, in dem wir in einer Prognosegüte sind, über die wir uns Aussagen zu machen trauen, ja, sehen Sie hier dann entsprechend bis 3. April einen Anstieg insgesamt der positiv getesteten Personen von etwas mehr als 11.000. Ja. Die Zahl sozusagen der tatsächlich Erkrankten ist dann in einem Korridor von ungefähr 8.500 Personen. Und wir rechnen mit ungefähr 2.500 Personen, die dann nach diesen Annahmen bereits wieder genesen sind. Alles in einer Schwankungsbreite von ungefähr plus minus 15%, damit Sie also auch hier ein Gefühl bekommen. Ja, das heißt, diese Zahl
der 11.000 bewegt sich dann genau in diesem Rahmen eben sozusagen zwischen einerseits sozusagen bei den Modellannahmen dann die aktiv Erkrankten zwischen 7.000 und 10.000 und dann eben nochmals zwischen 2.000 und 3.000 die Zahl der Genesenen. Ja. Also das müssen Sie einfach sozusagen entsprechend bei dieser Abbildung als Schwankungsbreite mitdenken. Ja. Jetzt abgeleitet von diesen Informationen, was bedeutet dies sozusagen für den weiteren Verlauf? Und nochmals auch hier wieder die Frage, wie weit können wir in die Zukunft schauen? Vielleicht wollen wir die nächste Abbildung aufrufen. Die nächste Abbildung beschreibt Ihnen sozusagen kurz die Gesamtbettenkapazität in Österreich. Ja, das erscheint an dieser Stelle wahrscheinlich für Sie alle sozusagen einmal als eine sehr, sehr große Differenz. Ja, wir sehen hier einmal sozusagen das, was wir an freien oder frei verfügbaren Betten seitens der Bundesländer eingemeldet bekommen. Sie sehen hier einen Stand in den Krankenanstalten, der ungefähr 50% des Bettenstandes entspricht. Woran liegt das? Herr Minister hat es bereits gesagt, es wurden eben bereits geplante Eingriffe aufgeschoben. Ja, wir haben generell ungefähr nur eine Auslastung von 80%. Das heißt, wir halten immer 20% der Kapazitäten frei. Und ich möchte an dieser Stelle, weil Sie das natürlich auch wahrscheinlich international vergleichen möchten, durchaus darauf hinweisen, dass wir international eine sehr, sehr hohe Bettendichte haben. Das ist ein Phänomen, das uns in dieser Situation natürlich auch entsprechende Reserven im System mit auf den Weg bringt. Ja, Sie sehen hier den Verlauf sozusagen der Prognose. Die geht jetzt im Zeitverlauf etwas länger für die in den Spitälern zu versorgenden Personen, exklusive derer, die auf den Intensivstationen liegen. Das ist also ausschließlich jetzt die Normalstation. Wir rechnen hier mit einem Korridor bis zum 7. April von ungefähr 1.100 bis 1.500 Spitalsbetten. Das ist der Korridor, der hier dargestellt ist. Die Verzögerung ergibt sich daraus, dass ich gemäß auch wieder der internationalen Evidenz nach einer Erkrankung im Schnitt erst 4 Tage nach positivem Testergebnis hospitalisiert werde. Das betrifft ungefähr, damit Sie das auch an dieser Stelle wissen, 15% der positiv getesteten Personen. Und jetzt vielleicht noch auf die nächste Folie. Dies ist diejenige, die uns natürlich wesentlich mehr interessiert. Erneut das Zeitfenster wirklich nur in dem Zeitraum, wo wir uns Prognosen derzeit zu machen, wo wir fähig sind, sozusagen gesicherte Prognosen abzugeben. Hier geht es um die Bettenkapazität auf den Intensivstationen. Was ist hier die Annahme von den Personen, die hospitalisiert werden? Ja, ungefähr ein Fünftel kommt einen Tag später von der Normalstation auf die Intensivpflege. Das ist auch wieder sozusagen mit den internationalen Modellen in Einklang. Ja, das heißt, wir sprechen hier grob von einer Rate von 3% aller positiv getesteten Zeitverzögerung, hier 5 Tage. Was sehen Sie hier? Eine Größe von ungefähr 260 Personen, Schwankungsbreite wieder so ungefähr zwischen 220 und 300. Was sehen Sie hier? Sie sehen hier 2 Linien dann am oberen Ende. Einmal die Frage der freien Beatmungsgeräte und der freien Intensivbetten, das wird strukturiert auch entsprechend abgegriffen. Sie sehen hier also den Spielraum. Das heißt jetzt noch nicht, das ist ganz, ganz wichtig, ja, dass wir nicht an die Kapazitätsgrenze stoßen können. Da ist derzeit sozusagen in den Modellen alles drinnen, da gibt es alle Möglichkeiten auch. Man kann es ein bisschen anders formulieren, ja, wenn ich jetzt die Frage sozusagen umgekehrt stelle, wie hoch kann die Zahl der an Corona erkrankten Personen steigen, dann sind wir hier ungefähr in einer Dimension von 30.000, 35.000 Personen, ja, die wir dann entsprechend hier mit den Intensivkapazitäten, die wir derzeit im Land haben, sozusagen entsprechend auch versorgen können. Ein zweiter wichtiger Punkt auch noch, weil dieses Modell auch Parametrisierungen auf der Bundesländerebene zulässt. Wir schauen uns hier die Österreich-Zahlen an. Wir wissen, dass wir in den Bundesländern einerseits unterschiedliche Dynamiken oder unterschiedliche sozusagen Stadien der epidemiologischen Verlaufsentwicklung haben. Wir wissen auch, dass wir in den Bundesländern unterschiedliche Kapazitäten haben. Das heißt, man braucht hier sicher eine gute überregionale Abstimmung zwischen den Bundesländern und auch eine entsprechende Planung. Vielen Dank. Danke. Herr Dr. Kollaritsch, bitteschön. Vielen Dank. Auch ich möchte mich herzlich bedanken für die Einladung. Guten Morgen. Mir fällt die Aufgabe zu, ganz kurz ein bisschen was über Teste und Testsysteme und Teststrategien zu erzählen. Vielleicht ganz kurz am Anfang einmal.
das, was also momentan besonders propagiert wird und wo wir also vor allem darauf abzielen, natürlich frische Infektionen zu detektieren, sind die sogenannten PCR-Tests. Die PCR-Tests sind Tests, die Virusnukleinsäure nachweisen. Das bedeutet, man macht einen Abstrich bei einem Patienten aus dem Nasopharynxbereich, gewinnt also damit Sekret, in dem sich Virus befinden soll. Wenn sich Virus drin befindet, dann kann man das entsprechend, nämlich seine Nukleinsäure, nachweisen. Das wird mit diesen Tests amplifiziert und kann auf diese Art und Weise sozusagen eine frische Infektion diagnostizieren. Also das ist quasi der rauchende Colt, wenn man so sagen will, und ist eine Beweisung für eine entsprechende Infektion. Das bringt mich auch gleich zu einer wesentlichen Feststellung. Es ist vollkommen sinnlos, bei jemandem, der symptomfrei ist und keinen Kontakt hatte mit jemandem, der in jüngster Zeit Corona erkrankt war, einen solchen Test zu machen, denn er wird kein Virus ausscheiden. Es ist auch sinnlos, retrospektiv solche Tests zu machen, sprich, wenn jemand eine Erkrankung durchgemacht hat und, was weiß ich, möglicherweise durchgemacht hat und das Ganze ist 4 Wochen her, dann wird ein PCR-Test auch nicht mehr sinnvoll sein, weil er kein Virus mehr ausscheidet. Also es ist tatsächlich nur dafür gedacht, die akute Erkrankung zu diagnostizieren. Und dieses System, wie Sie gehört haben, wird also derzeit in Österreich extrem stark hochgefahren. Diese Tests sind auch sehr gut validiert. Wir wissen, dass sie hochsensitiv sind, hochspezifisch sind, aber sie haben trotzdem noch immer eine ganz geringe Fehlerquote. Auch das soll man nicht verschweigen. Und auch das ist ein Grund, warum es wenig Sinn macht, als Symptomlose sich testen zu lassen, weil man dann unter Umständen falsch positiv getestet werden könnte, was bedeutet, dass man dann in Quarantäne kommt, ohne es wirklich zu brauchen. Das ist also die eine Seite und diese Testsysteme kann man jetzt natürlich strategisch entsprechend einsetzen. Einerseits eben, um tatsächlich bei entsprechendem Verdacht, wie es im Moment geschieht, zielgerichtet zu testen. Später kann man sich überlegen, ob man sagt, wenn wir entsprechende Testkapazitäten haben, ich erfasse nicht nur die, wo eine sehr starke Verdacht schon gegeben ist auf eine entsprechende Infektion, ich teste auch die, die vielleicht nur mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit und Fieber sozusagen auftreten, wo man gar nicht sagen kann, ob das wirklich eine Corona-Infektion ist. Aber ich möchte sie trotzdem testen, damit ich die wenigen herausfiltere, die positiv sind. Das kann man zum Beispiel mit Sentinella-Systemen machen. Das ist die eine Gruppe von Testsystemen. Die zweite Gruppe von Testsystemen, die noch gar nicht wirklich am Markt ist, aber die bald kommen wird, wo sehr viel Unsicherheit auch in der Bevölkerung besteht, welche Wertigkeit sie haben, sind Tests, die primär auf die Detektion von Antikörpern gegen das Coronavirus basieren. Hier geht es also darum, dass wir im Laufe der Infektion mit einem Coronavirus anfangen, natürlich unsere körpereigene Immunabwehr damit zu beschäftigen und das resultiert in der Ausbildung von spezifischen Antikörpern. Die erscheinen etwa um den 6., 7., 8. Tag nach Beginn sozusagen der Symptome. Das heißt, und aus dem wird schon klar, für die Akutdiagnostik haben diese Antikörpernachweise überhaupt keine Wertigkeit, weil der Patient schon eine Woche krank ist. Aber man kann mit den Antikörpertests zum Beispiel, sofern sie dann tatsächlich am Markt sein werden und vor allem, wenn sie auch validiert sind. Im Moment sind sie nicht validiert. Bei den wenigen Tests, von denen man bisher Kenntnis hat, weiß man, dass die Fehlerquote hoch ist. Also hier muss sicher noch nachgebessert werden. Aber wenn diese Tests dann am Markt sind, kann man mit diesen Tests zum Beispiel die Hintergrundinzidenz der Erkrankung feststellen. Sprich, man nimmt sich ein Sample, eine Stichprobe von Personen her und untersucht die alle auf Antikörper. Und dann schaut man, wie viele von denen sind antikörperpositiv und auf diese Art und Weise kann man feststellen, wie viele unerkannte Infektionen haben wir zum Beispiel in der Bevölkerung. Das ist ein zweiter Schritt, der epidemiologisch dann auch wichtig sein wird, im Moment aber gar nicht so von entscheidender Bedeutung ist, aber ein zweiter Schritt, der später dann einmal, wenn es darum geht, sozusagen die Hintergrundmorbidität festzustellen, von großer Bedeutung ist. Die entscheidende Botschaft ist aber, dass im Moment die Testkapazitäten nahezu täglich weiter ausgebaut werden. Das bedeutet, es wird mit jedem Tag besser möglich, nicht nur allgemeine Verdachtsfälle zu testen, sondern eben auch zielgruppenorientiert, besonders vulnerable Gruppen zu testen. Und das ist ja letztlich die Zielvorstellung, die mit dem Hochfahren der Tests bedingt ist. Wie gesagt, noch einmal meine eindringliche Warnung,
PCR-Tests zu machen, ohne dass auch nur der geringste Verdacht besteht, einfach auf gut Glück, ist vollkommen sinnlos und eine Geldverschwendung. Sie dürfen nicht vergessen, ein solcher privater PCR-Test kostet bis zu 250 Euro. Dankeschön. Vielen Dank. Wir kommen nun zu den Fragen. Soweit die Pressekonferenz von Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Herwig Ostermann, er ist Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH, und Herwig Kollerich, er ist Facharzt für spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin. Sie haben über die aktuelle Situation im Gesundheitssystem informiert. Eine kurze Zusammenfassung: Gesundheitsminister Rudolf Anschober spricht heute von 6.001 Erkrankten am Coronavirus in Österreich. 42 Personen sind am Virus und an den Folgen des Virus gestorben, 112 Personen dagegen sind wieder gesund. Insgesamt sind bisher 36.000 Tests durchgeführt worden. Rudolf Anschober hat noch einmal das vorrangige Ziel erwähnt. Es sei jetzt wichtig, in den einstelligen Bereich bei den Zuwachsraten zu kommen, aber man sei noch entfernt. Er hat daher noch einmal einen Appell an die Bevölkerung gerichtet, die Maßnahmen auch einzuhalten. Er spricht nach wie vor von etwa 5%, die diese Maßnahmen noch nicht so ganz befolgen würden. Daher noch einmal der Appell. Das zweite Ziel, das Rudolf Anschober genannt hat, war, das Spitalsystem so gut wie möglich aufzustellen und auf eine weitere Steigerung bei den Zahlen vorzubereiten. So sind etwa nicht sofort notwendige Operationen verschoben worden. Auch pensionierte Ärzte oder Turnusärzte sollen vorübergehend ärztliche Tätigkeiten übernehmen. Außerdem hat Rudolf Anschober angekündigt, dass auch in den kommenden Tagen mehr Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt werden und geliefert werden soll. Und wir schauen jetzt wieder in unsere Medienlounge. Dort ist Günther Meyer, der Leiter unserer Wissenschaftsredaktion. Einen schönen Vormittag. Gehen wir zunächst auf die verschiedenen Tests ein. Herr Kollerich hat hier umrissen, es gibt sehr viele verschiedene Tests, aber könnten Sie uns noch einmal quasi übersetzen, wann sollte welcher Test durchgeführt werden und wie sinnvoll ist es denn überhaupt, diese Tests durchzuführen, wenn man keine Symptome hat? Also wenn es Symptome gibt, sind diese PCR-Tests anzuwenden. Das sind also Tests, die die DNA, das Erbgut des Virus testen und dann das vergleichen, wenn man es vereinfacht sagt, mit dem, was man beim Patienten findet. Und wenn das zusammenpasst, dann ist er positiv. Das macht aber wirklich nur dort Sinn, weil wenn es jetzt zum Beispiel Menschen wären, die die Krankheit schon überstanden haben, die verlieren dieses Virus irgendwann. Das Virus geht dann verloren und damit ist es auch nicht mehr nachweisbar. Dann macht dieser Test also keinen Sinn mehr. Deshalb jetzt die zweite Säule. Das sind dann diese Tests, die auf die Antikörper abstellen. Das sind jene Antikörper, die dann entstehen, wenn man schon immun ist. Wenn das Immunsystem sozusagen schon einmal losgefeuert hat auf dieses Virus, dann bildet es solche Antikörper. Und die kann man dann nachweisen, wenn man die Krankheit schon überstanden hat. Und die bleiben dann auch dort, weil man ja dann auch dauerhaft immun ist. Wie lange dann man immun ist, das ist noch nicht so ganz sicher. In jedem Fall geht man aber davon aus, dass das weit über diese Pandemie, die wir jetzt haben, hinausgeht, dass die Menschen immun bleiben. Das bedeutet, wenn man jetzt viele Menschen findet, die es überstanden haben, dann kann man auch ein bisschen rückschließen drauf, wie hoch die Durchseuchungsrate schon ist. Wenn man viele Menschen finden, die schon Antikörper haben, ist davon auszugehen, dass es eben schon viele Menschen gibt und die Krankheit schon vielleicht weiter verbreitet ist, als man gedacht hat. In einem weiteren Schritt, das hatte Dr. Kollerich angekündigt, werde man dann dazu übergehen, stichprobenartige Tests durchzuführen. Was erwartet man sich davon? Das ist das Szenario, das letzte, das ich erwähnt habe, dass man einmal sagt, so schauen wir doch einmal. Wenn man ein Beispiel nimmt, wie viel haben im Mühlviertel finden wir dort, wie viele Personen mit Antikörpern finden wir dort? Und dort kann man dann ablesen, hier sehen wir schon, wir haben jetzt eine Nummer, 5%, die schon Antikörper haben, also können wir daraus Rückschlüsse ziehen, wie weit ist hier das Virus schon vorgedrungen. Das sind dann natürlich Hochrechnungen, aber man kriegt immer besseres Gefühl, wie die Gesamtlage ist dann. Schauen wir uns die Situation in den Spitälern an. Da haben wir gehört, derzeit gäbe es genug Kapazitäten und es laufen auch die Vorbereitungen auf Hochtouren, hier noch Kapazitäten bereitzustellen. Aber man schließt auch nicht aus, dass man an die Kapazitätsgrenze kommen könnte. Schaut da die derzeitige Lage aus? Man hat hier jetzt drei Modelle übereinander gelegt. Das ist wissenschaftlich natürlich sehr wertvoll, dass man die besten aller drei Welten, wie es der Mann erzählt hat und das dann zusammenlegt. Damit kriegt man eine recht deutliche Einsicht in das, wie viele Betten haben wir und wohin könnten wir kommen. Klarerweise rechnet man hier auch immer ein Worst
Worst-Case-Szenario durch. Also was könnte schlechtestenfalls passieren? Davon ist man jetzt extrem weit entfernt, das hat man in den Grafiken gesehen. Aber auch dafür sind eben die Hochrechnungen wichtig, um gerüstet zu sein. Wenn das jetzt stärker nach oben geht, als man vermutet, momentan sieht das ganz und gar nicht danach aus. Aber wo stehen wir dann irgendwann an oder wo könnten wir in Probleme geraten? Und genau darum geht es bei diesen Berechnungen. Momentan sieht das wirklich so aus, dass man das sehr gut im Griff hat momentan. Es ist auch angesprochen worden, dass diese Prognosen eben sehr, sehr schwer sind. Der Vergleich mit einem Wetterbericht ist da gezogen worden, weil je länger man in die Zukunft blicken möchte, desto ungenauer werden diese Prognosen natürlich, weil da viele Faktoren mitspielen. Aber kann man ungefähr abschätzen, wann unsere Spitäler unter Druck geraten? Ob sie unter Druck geraten, ist gar nicht gesagt. Was man sagen kann, ist, dass ungefähr so Mitte April oder so wird es sehr viele Fälle geben. Es wird sich dann entscheiden, wie viel es dann wirklich sind. Aber dort ungefähr wird es hingehen. Klar ist immer, der Horizont wird immer unscharf sein bei diesen Berechnungen. Wir sehen, und das ist ein ganz guter Vergleich mit dem Wetterbericht, 5 Tage voraus, fahren auf Sicht, sagen da auch manche. Wir sehen natürlich noch nicht, wo stehen wir dann im Mai. Das müssen eben diese Prognosen ergeben, aber das sind eben Prognosen und keine Sicherheiten. Aber man nähert sich mit jedem Tag, wo man mehr Daten bekommt, einer präziseren Rechnung. Und deswegen ist es auch notwendig, jeden Tag nachzujustieren. Das ist extrem wichtig, um diesen Szenarien zu entgehen, wo man dann von einer Situation überrascht wird, was ja in Italien zum Beispiel passiert ist. Sie haben sehr viel Kontakt zu Spitälern und auch den Intensivstationen. Wie geht es denn den Patienten, die derzeit auf Intensivstationen in Österreich behandelt werden müssen? Also es gibt welche, denen geht es nicht so gut. Man ist ja nicht umsonst auf der Intensivstation. Tatsache ist, es sind noch nicht sehr viele. Also in Wien habe ich gestern eine Zahl gehört von 13, die auf Intensivstationen liegen. Den meisten geht es soweit ganz gut. Was man hört, die Verläufe sind natürlich auch immer schwer abzuschätzen. Die Krankheit ist so, dass sie meistens, wenn dann in der zweiten Woche problematisch wird, wenn sie problematisch wird, und in der dritten Woche kann es dann wirklich leider auch zu den Todesfällen kommen. So ist ungefähr die Abschätzung. Und jetzt geht es darum, das zu koordinieren. Und da gibt es Koordinatoren für die Intensivstationen, die dann die Leute dort zuweisen, wo man sie am besten behandeln kann. Das ist je nach Erkrankungsgrad auch etwas unterschiedlich. Und man schaut auch, dass man die Kapazitäten natürlich gut auslastet und ein System schafft, dass man das bewältigen kann. Und das funktioniert momentan ganz gut. Ein weiteres Thema, das Gesundheitsminister Rudolf Anschober in diesem Zusammenhang angesprochen hat, waren die, wie er es nennt, Corona-Sonderkliniken. Da versucht man, die Kapazitäten von 12.000 Betten auf bis zu 20.000 Betten aufzubauen. Das ist für Fälle gedacht, die nicht ganz so schwer verlaufen. Wird das notwendig sein? Ist das jetzt abzuschätzen? Dort hinein sollen eher die Fälle kommen, die nicht so schwer sind, also die von den Krankenhäusern an diese Kliniken überwiesen werden. Das sind Corona-Krankenhäuser, da geht es wirklich um milde Verläufe, wo man die Leute einfach pflegen muss, wo es aber nicht um Intensivversorgung und so weiter geht. Das ist sicher ein guter Weg, um die Krankenhäuser zu entlasten, weil ansonsten hätte man schneller mal die Betten in verschiedenen Krankenhäusern. Wir können ja nicht immer sagen, wo dann die großen Anforderungen kommen werden. Es wird in einem Krankenhaus vielleicht schneller voll sein als in einem anderen. Deshalb ist es ganz wichtig, Kapazitäten freimachen zu können. Und das sind so Kuranstalten und so weiter, die man jetzt zu Corona-Krankenhäusern umwidmet, sozusagen, natürlich eine große Hilfe. Vielen Dank, Günther Meyer, wie immer für diese ausreichenden und ausführlichen Informationen. Ich darf Sie jetzt bitten, in der Medienlounge einen kurzen Wechsel zu vollziehen, natürlich unter der Beachtung der notwendigen Distanz. Wir wechseln jetzt zu Andreas Meyer-Bohusch aus unserem Innenpolitik-Ressort. Jetzt haben wir es geschafft. Vielen herzlichen Dank und willkommen, Andreas Meyer-Bohusch. Blicken wir auf die politischen Auswirkungen von dem, was Gesundheitsminister Rudolf Anschober gesagt hat. Wie sind diese einzuschätzen? Nun, die Bundesregierung ist auch heute bemüht, sozusagen auf der einen Seite sachlich zu informieren, auf der anderen Seite eben auch mit den steigenden Zahlen, mit den Problemen bei den Tests schon den Leuten auch klarzumachen, dass diese Sache eine lang anhaltende ist, dass es derzeit keine wirkliche Entspannung gibt, dass kein Ende dieser Krise abzusehen ist, dass sich die Leute auch für die nächsten Tage, Wochen an die Vorschriften, an diese Regeln halten müssen, halten sollen. Das dient der allgemeinen Gesundheit, das dient dem Überleben vor allem der älteren Menschen. Also diese Bemühungen, ständig Pressekonferenzen, auch sehr detaillierte Informationen sollen natürlich mithelfen bei den Bürgern, Bürgerinnen, das Bewusstsein
zu schärfen und auch nachhaltig klarzumachen, dass das jetzt nicht etwas ist, wo wir vielleicht nach ein, zwei Tagen, wenn jetzt einmal endlich diese Kurve sich in eine bessere Richtung entwickelt, aufatmen, vielleicht wieder hinausgehen oder die ersten Geschäfte aufsperren können. Das wird leider nicht passieren und das gelingt der Regierung bis jetzt ganz gut. Und darum ist sie so intensiv bemüht, mit der permanenten Kommunikation diese Botschaft auch an jeden einzelnen Österreicher und Österreicherin zu bringen. Und trotzdem hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober gesagt, es gibt nach wie vor 5% der Bevölkerung, die, auf die es auch ankommen wird, wenn es darum geht, die Fälle und die Ausbreitung des Virus so gut wie möglich einzugrenzen. Aber er appelliert noch einmal an diese 5% der Bevölkerung. Braucht es da mehr Vehemenz der Regierung, um diese 5 verbleibenden Prozent anzusprechen oder vielleicht auch noch drastischere Maßnahmen? Naja, da lassen wir mal die Kirche im Dorf. Für alles, was jetzt in den letzten Tagen da passiert ist, muss man schon sagen, eben 95% der Menschen, der Betroffenen, halten sich an die Ausgangssperren, an die Vorschriften, an die Geschäftsschließungen. Und es drohen ja, das wird Innenminister Nehammer nicht müde zu betonen, ja, saftige Geldstrafen. Und so wie es sich jetzt entwickelt, scheint es, dass die Botschaft bei den allermeisten Leuten schon angekommen ist, dass auch eine Frage der Solidarität schon, glaube ich, in dem Fall, ohne dass wir uns ein Blockwartsystem wünschen, schon ganze Familien, Siedlungen drauf schauen, dass diese Vorschriften, diese Regeln eingehalten werden. Und ja, natürlich, je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, wird auch die Polizei im Notfall, wenn es notwendig ist, noch härter durchgreifen. Und man muss auch sich im Klaren sein, dass das nicht irgendwelche kleinen Verwaltungsstrafen mit 30, 40 Euro für Falschparken sind, sondern da geht es um Hunderte und Tausende Euro. Also das sind schon ganz schmerzhafte Eingriffe, auch wenn man wo erwischt wird bei irgendwelchen Kellerpartys oder sonstigen Blödsinnigkeiten, die jetzt einfach verboten sind. Punkt aus, da gibt es keine Diskussion. Und ich denke, bis jetzt funktioniert es ganz gut und auch diese Drohungen des Innenministers in den Pressekonferenzen kommen schon, glaube ich, dort an, wo sie hingehören. Eine letzte Frage noch, Andreas Mayer-Bohusch. Jetzt ist davon auszugehen, dass diese Situation uns doch noch einige Wochen begleiten wird. Worauf wird die Regierung hier in ihrer Kommunikation auf der einen Seite, aber vielleicht auch in der Strategie auf der anderen Seite achten müssen? Wie wird das aus politischer Sicht weitergehen? Aus politischer Sicht, nämlich der Sicht der Regierung, kann man nur sagen, durchhalten und versuchen, dass alle Entscheidungen, alle Maßnahmen, die jetzt gesundheitlich, wirtschaftlich, gesellschaftlich das System am Laufen halten, auch nachhaltig wirken, dass sie eben nicht verpuffen nach ein paar Tagen. Das versucht man ja bis jetzt auch ganz erfolgreich. Wir müssen uns auf eine längere Phase einstellen. Und für die Regierung ist es natürlich eine harte Bewährungsprobe. Die arbeiten rund um die Uhr. Die Opposition lauert auf Fehler. Das ist jetzt gar nicht boshaft gemeint. Das ist die Aufgabe der Opposition. Wir hören ja jetzt auch immer mehr Kritik eben an den Zuständen in Tirol, was da alles vielleicht schiefgegangen ist. Das wird man dann später klären. Jetzt ist die Stunde des Handelns, des raschen Entscheidens, auch der maßvollen Reaktionen auf all diese Entwicklungen. Wir wissen heute nicht, was morgen sein wird. Und die Regierung muss natürlich versuchen, einerseits schmerzhafte Entscheidungen den Bürgerinnen und Bürgern akzeptabel klarzumachen, auf der anderen Seite aber natürlich auch über den Tellerrand hinausschauen. Es geht um einzelne Bezirke, es geht um einzelne Spitäler, um ganz kleine Einheiten. Auf der anderen Seite, wir haben heute einen europäischen Gipfel, einen EU-Gipfel, wo es um diese Corona-Bonds geht. Wir haben eine Europaparlamentssitzung. Also man muss das Ganze ja auch europäisch, global sehen. Das ist eine Herkulesaufgabe für die jetzt Regierenden und sie versuchen alles, um eben die Auswirkungen dieser Krise halbwegs abzufedern, habe ich schon mal gesagt. Und so wie es jetzt scheint, dürfte es in Österreich zur Stunde ganz gut gelingen, den Laden halbwegs am Laufen zu halten, bei allen Einschränkungen, die wir derzeit leider erleben müssen. Vielen herzlichen Dank, Andreas Mayer-Bohusch, für diesen Überblick über die politischen Auswirkungen. Dankeschön. Von Österreich wollen wir aber auch heute über die Grenzen blicken. Denn weltweit wird versucht, das Virus und seine Ausbreitung in den Griff zu bekommen. International gesehen ist Italien immer noch am stärksten vom Coronavirus betroffen, mit mehr als 57.000 Infizierten und 7.503 Toten. Das sind inzwischen doppelt so viele Todesfälle wie in China.
Dramatisch steigt aber auch die Zahl der Corona-Infizierten in den USA. Nach Angaben der Johns Hopkins Universität sind mehr als 61.000 Menschen infiziert und die Zahl der Toten liegt mittlerweile bei mehr als 800. Der Corona-Hotspot schlechthin ist die Millionenmetropole New York, die dieser Tage einer Geisterstadt gleicht. Eine Leichenhalle mitten in der Millionenmetropole New York, die Stadt mit den meisten Opfern in den USA. Allein hier gibt es bisher 280 Tote. Die USA entwickeln sich zunehmend zum neuen Epizentrum der Corona-Pandemie. Um das Gesundheitssystem und die Wirtschaft zu unterstützen, hat der US-Senat ein Notprogramm im Umfang von rund 1,8 Billionen Euro gebilligt. Das Rettungspaket wäre um ein Vielfaches größer als jenes während der Finanzkrise 2008. Es muss jetzt noch vom Abgeordnetenhaus und US-Präsident Trump abgesegnet werden. Der will jedenfalls rasch unterschreiben, sagt er. Dringend Geld braucht auch der Iran, in dem bereits mehr als 2000 Menschen an Covid-19 gestorben sind. Wegen der US-Sanktionen sind iranische Bankkonten im Ausland gesperrt. Das werde sich bald ändern, heißt es heute von Seiten der iranischen Zentralbank. Details gibt es aber keine. Inzwischen wurde auch in der Hauptstadt Teheran ein neues Krankenhaus aus dem Boden gestampft. Das nächste Land, dem wir uns etwas näher widmen wollen, ist Russland. Dort gibt es derzeit vergleichsweise wenig Corona-Erkrankte. Laut den Behörden des etwa 145 Millionen Einwohnerlandes sind 660 Menschen infiziert. Ein Großteil davon in Moskau. Und so müssen ab heute ältere und kranke Menschen in der russischen Hauptstadt zu Hause bleiben. Die Opposition hatte dem Präsidenten zuvor vorgeworfen, das Leben Älterer in Gefahr zu bringen. Die Moskauer U-Bahn mit ihren markanten Stationen ist leerer als sonst. Die Grenzen für ausländische Reisenden sind dicht, auch Schulen sind geschlossen. Aufwendig wird in Moskau alles gereinigt, auch die Garnituren und Stationen. Wir desinfizieren alle 1 bis 2 Stunden die Eingänge, Türen, Fahrkartenschalter, Drehkreuze und Rolltreppen. Besonders Moskau erlässt strenge Maßnahmen im Kampf gegen das Virus. Menschen aus Risikogebieten müssen für 2 Wochen in Quarantäne. Bisher gibt es einige hundert Fälle, doch man erwartet offenbar mehr. Vor den Toren der Stadt entsteht ein spezielles Krankenhaus. Wir bauen auf einer Gesamtfläche von 70.000 Quadratmetern und 24 Stunden am Tag. Hier arbeiten derzeit 5.000 Menschen und wir planen, dass wir in 3 Wochen oder früher fertig sind. Ältere und kranke Personen sollen in der Hauptstadt nicht mehr auf die Straße. Der Moskauer Bürgermeister gilt als Vertrauter des Präsidenten und koordiniert Russlands Maßnahmen gegen die Pandemie und schlägt auch kritische Töne an. Die Zahl der Tests ist sehr gering und keiner kennt das ganze Bild. Das ist die Situation. Ich gebe keine Bewertung ab, aber so ist die Realität. Wladimir Putin hätte heute eigentlich Anlass zu feiern. Vor genau 20 Jahren wurde er das erste Mal zum Präsidenten gewählt. Nun wird er aber Unternehmen besuchen und in einer Videokonferenz mit den anderen Staats- und Regierungschefs der G20-Gruppe über die Corona-Krise beraten. Der Präsident hat inzwischen die für Ende April geplante Abstimmung über die Verfassungsänderung verschoben, der Wirtschaft Unterstützung zugesichert. Auch das besonders betroffene Italien bekommt von Russland Hilfe. Das scheint nicht nur Werbung für den Kreml zu sein. Ärzte und Soldaten können in Italien wohl wichtige Erfahrung im Kampf gegen das Virus sammeln. Auch Russlands Nachbar Weißrussland produziert inzwischen in ein Dutzend Textilunternehmen nun Schutzmasken, um sie zu exportieren. Über die Lage in Russland will ich jetzt mit unserer Moskau-Korrespondentin Carola Schneider sprechen. Frau Schneider, weltweit werden Staats- und Regierungschefs für ihr zurückhaltendes Verhalten kritisiert. Und da hat es auch Kritik am russischen Präsidenten gegeben, der sich ja bisher öffentlich weitgehend zurückgehalten hat. Bis eben gestern, da ist er an die Öffentlichkeit getreten. Wie wird dieser Kurswechsel von ihm wahrgenommen?
Ja, Präsident Putin hat sich gestern das erste Mal viel später als andere Staatschefs etwa in Westeuropa in Sachen Corona-Krise an die Nation gewendet, in einer live übertragenen Fernsehansprache. Er hat die Menschen zur Solidarität aufgerufen, hat besonders Ältere und chronisch Kranke aufgerufen, ab jetzt, wenn möglich, zu Hause zu bleiben. Und er hat die Volksbefragung über die Verfassungsabstimmung, die in weniger als einem Monat hätte stattfinden sollen, verschoben. Das war bisher in den letzten Wochen die politische Priorität von Präsident Putin und nicht die Bekämpfung der Corona-Krise. Aber dieser Anschein von politischer Normalität, der hat sich eben jetzt nicht mehr aufrechterhalten lassen. In den letzten Tagen sind die offiziell sehr niedrigen Zahlen in Russland, sogar diese Zahlen an Corona-Infizierten, sind sehr rasch gestiegen und wichtige politische Stimmen, wie etwa der Moskauer Bürgermeister, haben laut ausgesprochen, was sich viele Russen eh schon gedacht haben, nämlich, dass einfach wenig getestet wird und diese niedrige Zahl, offiziell niedrige Zahl an Infizierten möglicherweise nicht stimmt. Präsident Putin setzt jetzt die Priorität neu, nicht mehr die Verfassungsabstimmung, also die Abstimmung über eine Reform, die ihm zwei zusätzliche Amtszeiten ermöglichen würde, ist jetzt politische Priorität, sondern, so sagt er, die Gesundheit der Bevölkerung. Er hat etwa auch nächste Woche für arbeitsfrei erklärt. Er hat gesagt, es werden noch weitere Maßnahmen kommen. Und es hätte auch ziemlich surreal angemutet, in Epidemiezeiten wie diesen eine Volksabstimmung durchzuführen, zumal wahrscheinlich sehr viele Russen gar nicht erst hingegangen wären. Soweit also die politischen Auswirkungen auf der einen Seite. Aber wir sehen hinter Ihnen auf der Straße ist enorm viel los. Da fahren viele Autos. Kommen diese Maßnahmen, die Sie angesprochen haben, für nächste Woche zu spät? Das wird man sehen. Man versucht hier in Russland offenbar einen Mittelweg zu finden zwischen Maßnahmen, die tatsächlich viel später gekommen sind als etwa in Westeuropa, dass man Schulen geschlossen hat, Kinos, Kultureinrichtungen, dass man ältere Leute auffordert, zu Hause zu bleiben. Nächste Woche zum Beispiel werden hier in Moskau, aber nur hier in Moskau und eben nur für eine Woche vorerst einmal, auch die Geschäfte und Lokale geschlossen. Im Moment sind die noch offen. Vielleicht ist einer der Gründe, dass die russische Wirtschaft sehr angeschlagen ist. Sie hat 6 Jahre Krise hinter sich, die Bevölkerung hat 6 Jahre sinkende Einkommen hinter sich und man versucht jetzt diese ohnehin schon angeschlagene Wirtschaft zumindest auf Sparflamme noch aufrechtzuerhalten. Ob diese Maßnahmen zu spät kommen oder ob sie noch verschärft werden müssen, all das wird sich wahrscheinlich erst in den nächsten Tagen und Wochen zeigen, wenn auch offiziell bekannt wird, wie die Epidemielage wirklich aussieht und wie sie sich weiterentwickelt hier in Russland. Blicken wir noch auf das russische Gesundheitssystem. Wie ist das denn aufgestellt? Wäre das imstande, einer Corona-Krise standzuhalten? Nun, die Regierung und Politiker, die betonen natürlich ja, auch die offiziellen jetzt mit der Bewältigung der Corona-Krise betrauten Ärzte sagen, wir sind vorbereitet. Es werden, wie im Beitrag vorher angesprochen, Spitäler im Schnellverfahren aus dem Boden gestampft. Man sagt, es sind zehntausende Spitalsbetten landesweit bereits reserviert für Corona-Erkrankte. Auch die Armee probt schon allenfalls notwendige Spezialeinsätze für die Bekämpfung der Corona-Krise. Aber das russische Gesundheitssystem ist in einem sehr schlechten Zustand. Vor allem in den letzten Jahren ist es zusammengespart worden. Es fehlt an Ausrüstung, es fehlt aber auch an Personal. Die Ärztegehälter sind in Russland extrem klein. Viele Ärzte haben einfach diesen Job verlassen. Und das Vertrauen der Menschen in das russische Gesundheitssystem ist auch entsprechend klein. Ich denke, wenn sich die Epidemie hier so ausbreitet wie in anderen Ländern und es spricht nichts dagegen, dann wird auch das russische Gesundheitssystem sehr schnell an seine Grenzen stoßen. Vielen Dank, Carola Schneider, und liebe Grüße nach Moskau. Und damit kommen wir wieder zur österreichischen Innenpolitik. Denn auch die Gewissheit über die politische Zukunft der SPÖ und ihrer Parteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner ist durch das Coronavirus verschoben. Die Mitgliederbefragung läuft zwar wie geplant Anfang April aus, ausgezählt wird aber vorerst nicht, zumindest nicht so lange, bis der Vorstand aufgrund der Umstände wieder zusammentreten kann. Und auch der geplante SPÖ-Zukunftskongress wird verschoben.
Auch die FPÖ hat sich heute zur aktuellen Corona-Krise zu Wort gemeldet. Parteichef Norbert Hofer kritisiert, dass der Wirtschaft massiver Schaden zugefügt werden würde und Hilfsgelder zu lange brauchen würden, um anzukommen. Im Fall Ischgl fordert er politische Konsequenzen. Ischgl ist in der ganzen Welt mittlerweile bekannt, weil von dort aus sich das Virus über halb Europa ausgebreitet hat. Und auch hier wird es eine Aufarbeitung geben müssen. Es wäre in keinem anderen Land der Welt denkbar, dass nach so einem Skandal es keinen einzigen Rücktritt gegeben hat. Es ist alles in bester Ordnung. Man hat alles richtig gemacht. Auch das Gesundheitsministerium war übrigens eingebunden und informiert. Auch von dort gab es keine Aktivitäten. Also das ist etwas, was ganz typisch österreichisch ist. Alles gut, es muss niemand zurücktreten, wir haben alles richtig gemacht. Sagt Norbert Hofer heute in einer Pressekonferenz. Und wir schauen jetzt wieder zu Andreas Mayer-Bohusch aus unserer Innenpolitik-Redaktion. Norbert Hofer findet da heute also sehr deutliche Worte und äußert auch Kritik. Und das im Gegensatz dazu, in den vergangenen Wochen hat er sich damit doch etwas zurückgehalten. Da ist es etwas still um die FPÖ geworden. Ist das jetzt ein Kurswechsel? Ich glaube nicht. Die Opposition ist gut beraten, jetzt am Höhepunkt dieser Krise auch nur mit eher bescheideneren Kritikpunkten aufzufahren. Wir erleben eine Renaissance der Professionalität. Was die Menschen jetzt wollen, ist eine handlungsfähige Regierung. Aber natürlich ist Kritik angebracht. Und was in Ischgl passiert ist, ist aus jetziger Sicht, soweit man bisher diese Situation einschätzen kann, offenbar nicht ganz ordentlich gelaufen. Dass man da jetzt Rücktritte und politische Konsequenzen fordert, das ist Aufgabe der Opposition und das nimmt natürlich die FPÖ gerne an. Ob es jetzt zur Stunde sinnvoll wäre, dass, wie er gesagt hat, FPÖ-Obmann Hofer, Gesundheitsminister Anschober zum Beispiel möglicherweise zurücktreten sollte, also das halte ich mitten in der Krise für keine wahnsinnig gute Idee. Abgerechnet wird am Schluss nach dieser Krise. Selbstverständlich wird das am Ende, wie es die Opposition immer gerne sagt, schonungslos aufgedeckt, schonungslos untersucht, aber sicher nicht jetzt mitten in der Krise. Das ist der falsche Zeitpunkt. Für die Opposition ist es wahnsinnig schwer, jetzt eine Art Linie zu finden, wie sie mit dieser Krise umgeht. Auf der anderen Seite haben wir die SPÖ, da gab es ganz viele Diskussionen, ist Pamela Rendi-Wagner jetzt die geeignete oder nicht die geeignete Parteichefin? Der große Zukunftskongress, der für Ende April geplant war, wird nicht stattfinden. Allein der Vorstand der SPÖ zählt mehr als 100 Mitglieder, die dürfen sich jetzt gar nicht treffen. Also auch die Opposition trifft diese Krise am falschen Fuß. In dem Fall, glaube ich, kann man auch sagen, nach der Krise ist vor der Krise. Wenn diese Corona-Krise dann vorbei ist, dann wird man die Arbeit der Regierung, das sind jetzt eben Türkis-Grün, sehr genau anschauen. Natürlich wird es auch Fehler geben. In dieser Krise kann nicht alles richtig entschieden werden. Da werden die Oppositionsparteien den Finger in die Wunde legen. Und dann wird man sehen, ob nach dem Ende der Krise die Regierung oder die Opposition eher gut aussteigen nach dieser harten Zeit. Aber zur Stunde ist es sicher eine schwierige Situation auch für die Opposition. Niemand will jetzt eine Radikal-Opposition oder Radikalkritik, die vielleicht auch sachlich nicht immer im Detail nachvollziehbar ist. Das brauchen die Leute derzeit, glaube ich, nicht. Interessiert kaum jemanden. Schauen wir noch einmal ganz kurz auf die derzeitige Situation der SPÖ, denn auch die war ja in den vergangenen Monaten eine sehr krisenbehaftete. Was bedeutet das denn jetzt für die SPÖ? Wie kann man in dieser derzeitigen Situation auch mit der aktuellen Situation der Partei umgehen? Durchhalten, wie bei allen anderen Bereichen auch. Wir haben in Wien sehr wichtige Wahlen, Landtagswahlen, der Bürgermeistersessel in Wien steht zur Wahl. Das ist für die SPÖ eine ganz wichtige Auseinandersetzung, eine ganz wichtige Wahl. Da wird man bis dahin vermutlich jetzt, wenn sich in den nächsten Wochen die Krise nicht so entschärft, dass man tatsächlich auch über eine neue Parteichefin oder einen neuen SPÖ-Bundesparteichef wirklich diskutieren kann, kaum etwas ändern jetzt. Ich glaube, die SPÖ ist auch gut beraten, jetzt einmal möglichst staatstragend
aufzutreten. Gerade mit Pamela Rendi-Wagner verfügt ja die SPÖ derzeit über eine Chefin, die Gesundheitsministerin war, die sich in gerade diesen Dingen sehr gut auskennt, das auch sehr sachlich in der Regel argumentiert. Also das ist momentan sicher kein Schaden. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Schauen wir, was nach dem Ende der Krise passiert. Aber momentan Ball flach halten, wird die SPÖ es hoffentlich tunlichst vermeiden, in eine ernsthafte und akute Obmann-Debatte oder Obfrau-Debatte einzusteigen oder die noch voranzutreiben. Das wäre, glaube ich, genau der falsche Weg. Vielen Dank, Andreas Mayer-Bohusch, für diese Informationen aus unserer Medienlounge. Vielen herzlichen Dank. Und damit wechseln wir jetzt wieder in die Wiener Innenstadt vor das Bundeskanzleramt. Dort ist noch einmal Matthias Westhoff. Heute steht noch einiges auf der politischen Tagesordnung. Es sind noch mehrere Pressekonferenzen geplant. Was wird uns denn da heute noch erwarten? Ja, es ist gewissermaßen ein Pressekonferenzen-Marathon. Nach dem Gesundheitsminister informiert jetzt Elisabeth Köstinger gemeinsam mit den Chefs der großen Telekomunternehmen und der Post über den Status der Telekommunikationsversorgung. Es ist eine ganz kritische Infrastruktur, die besonders gefordert ist in diesen Tagen, weil ja sehr viele Schüler von zu Hause aus lernen, weil ja sehr viele Menschen im Homeoffice sind. Es ist quasi ein täglicher Krisentest für die Telekommunikationsnetze. Nächster Punkt und dann um 11.30 Uhr die Energieministerin Gewessler, die über den Status der Energieversorgung informieren wird. Und um 14.30 Uhr treten Kanzler, Vizekanzler, Finanzminister und Wirtschaftsministerin vor die Presse. Da geht es um die Hilfen für Unternehmen und um Arbeitsplätze zu sichern. Die Regierung hat ja ein 38 Milliarden Euro Hilfspaket aufgelegt. Da ist die eine oder andere Frage noch offen. Eine Bilanzpressekonferenz, die werden wir dann morgen sehen. Gewissermaßen hat das Ergebnis aber Rudolf Anschober schon weggenommen, indem er in seiner Pressekonferenz gesagt hat, die Maßnahmen beginnen zu wirken. Wir sind aber weitaus noch nicht dort, wo wir hin müssen. Das ist so mal der Fahrplan für heute und für morgen der Regierung. Vielen Dank, Matthias Westhoff. Ja, das war also der Appell von Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Die Maßnahmen würden wirken. Die Pressekonferenzen, die Sie angesprochen haben, die werden dann noch auf ORF 3 übertragen. Dankeschön, Matthias Westhoff. Meine Damen und Herren, soweit die aktuellen Informationen. Wir sind damit am Ende der ZIP-Spezial, an dessen Ende ich Ihnen noch einmal die wichtigsten Informationen zusammenfassen darf. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat bekannt gegeben, dass wir derzeit bei 6.001 Erkrankten in Österreich stehen, Erkrankte am Coronavirus. 42 Personen sind an den Folgen des Coronavirus gestorben und 112 Personen sind bereits wieder gesund und können somit als genesen erachtet werden. Matthias Westhoff hat es angesprochen, die Maßnahmen greifen, das hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober gesagt, aber es gehe weiterhin darum, die Maßnahmen zu befolgen. Er appelliert auch, um die Unterstützung der Bevölkerung hier weiter durchzuhalten. Die nächsten Informationen haben wir dann um 11 Uhr in einer ZIP. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer ZIP-Spezial, wie so oft in diesen Tagen, mit neuen Informationen durch Mitglieder der Bundesregierung. Es ist heute nicht die erste Information, es hat schon eine ganze Reihe von Pressekonferenzen heute am Vormittag gegeben und da kommen wir dann auch gleich auf die von Gesundheitsminister Anschober zu sprechen. Er hat heute beispielsweise neue Zahlen präsentiert, wie viele Menschen aufgrund der Infektion im Spital liegen und wie viele Spitalsbetten es jetzt zusätzlich geben wird. Jetzt gleich erwarten wir eine Pressekonferenz mit Bundeskanzler Kurz, Vizekanzler Kogler sowie mit der Wirtschaftsministerin und dem Finanzminister. Da wird es dann darum gehen, wie jetzt Arbeitsplätze und Unternehmen gerettet werden sollen. Und vor dem Bundeskanzleramt in der Wiener Innenstadt ist, wie schon den ganzen Vormittag, für die Zeit im Bild Simone Striebel mit dabei. Einige Pressekonferenzen hat es schon gegeben. Kommen wir aber zum Ausblick auf die, die uns jetzt erwartet. Da sind ja schon einige Pakete im Zusammenhang mit der Rettung von Unternehmen und Arbeitsplätzen geschnürt worden. Was ist denn jetzt zu erwarten? Etwas ganz Neues oder wie sich diese Maßnahmen bisher umsetzen lassen?
Hier im Bundeskanzleramt geht es um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise. Geschlossene Geschäfte, geschlossene Restaurants, Einzelunternehmen, die derzeit überhaupt keinen Umsatz haben. Da hat die Regierung eben schon ein 38 Milliarden Hilfspaket präsentiert. Heute wird jetzt nichts Neues präsentiert, aber es geht darum, um die Details. Wie wird das ausgezahlt? Wann wird das ausgezahlt? Da warten natürlich viele Unternehmerinnen und Unternehmer schon darauf. Und da gibt es einen kleineren Topf, den Härtefallfonds. Da geht es um kurzfristiges Geld, das hoffentlich bald schnell abgeholt werden kann, 1 Milliarde Euro. Und dann gibt es auch einen größeren Topf für langfristige Hilfe, 15 Milliarden Euro. Und da werden zwei Minister, Finanzminister, Wirtschaftsministerin und die Regierungsspitze, eben Bundeskanzler Kurz und Werner Kogler, der Vizekanzler, die ersten Details präsentieren. Heute sind schon unter anderem zwei weitere Ministerinnen aufgetreten, die Infrastrukturministerin und die Landwirtschaftsministerin. In beiden Fällen ist es aber um Infrastruktur im weitesten Sinn gegangen. Was waren denn da die wichtigsten Botschaften? Das Informationsbedürfnis der Regierung, das ist heute relativ groß. Es hat 3 große Pressekonferenzen am Vormittag gegeben. Und trotz dieser schwierigen Lage, dieser Herausforderungen, wo man auch immer den Menschen sagt, bitte bleibt daheim, ging es heute Vormittag vor allem um Beruhigung. Denn es geht um die alltäglichen Dinge der Österreicherinnen und Österreicher und um die Sicherstellung dieser. Und vieles hat sich ja in den letzten 1,5 Wochen in die Wohnungen und Häuser der Österreicherinnen und Österreicher verlegt. Da wird mehr telefoniert, da wird mehr Datenvolumen im Internet verbraucht. Und da hieß es eben zum Beispiel von Ministerin Köstinger, dass das alles gesichert ist. Das Internet und die Telefonie in Österreich, das ist stabil. Es kann also weiter ausreichend telefoniert werden. Und bei Eleonore Gewessler, der Infrastrukturministerin, ging es darum, dass Menschen, die vielleicht jetzt finanzielle Engpässe haben, dass da niemanden der Strom oder dass die Heizung abgedreht wird. Also da war die Botschaft, da wird jetzt niemand alleine gelassen. Auch noch bei der ersten Pressekonferenz war natürlich auch die Botschaft, die Post, die liefert weiterhin. Also da kann bestellt werden oder Briefe verschickt werden. Also es ging einfach darum, dass die täglichen Dinge weiter aufrecht bleiben, dass sich da niemand Sorgen machen muss. Aber auch immer wieder bei allen Pressekonferenzen natürlich die Mahnung, bitte daheim bleiben, bitte geduldig bleiben, denn es wird noch ein bisschen länger dauern. Dazu wird also dann die Regierungsspitze samt Wirtschaftsministerin und Finanzminister gleich auftreten. Wir warten auf diese Pressekonferenz vorerst. Vielen Dank, Simone Strebel, für diese Live-Informationen am Platz vor dem Bundeskanzleramt am Ballhausplatz. Den Informationsreigen hat heute, wie gesagt, Gesundheitsminister Anschober eröffnet. Kommen wir darauf zurück, was er bei seiner Pressekonferenz, vor allem was die Aufstockung der Zahl an Betten betrifft, angekündigt hat. Wir sind relativ am Beginn der Entwicklung, daher seien die Prognosen momentan ungefähr so verlässlich wie der Wetterbericht. Binnen 5 Tagen kann ich relativ gut sehen, wie die Entwicklung sein wird. Ja, binnen 10 Tagen habe ich auch noch eine gute Schätzung. Und alles dann, da sind unsere Modelle derzeit so, dass noch sehr, sehr viel in der Zukunft offen ist. Unsichere Zeiten also, aber jedenfalls laut Berechnungen werden die Spitalskapazitäten in Österreich leicht ausreichen, um bei 30.000 bis 35.000 Corona-Erkrankten alle so versorgen zu können, wie sie es brauchen, die wenigsten nämlich intensiv. Unser Ziel ist unser erstes, und das ist das Wichtigste, die Zuwächse, dass die Zuwächse nicht höher werden als die Gesamtkapazität unserer Spitäler. Das ist das erklärte Ziel. Das ist das, was in Teilen Spaniens, in Teilen Italiens nicht funktioniert hat. Und daran arbeiten wir mit allen unseren Möglichkeiten und Kräften, um eine derartige Entwicklung in Österreich zu verhindern. Beispielsweise, das Ärztegesetz wurde geändert, liberalisiert. Es können nun Turnusärzte und ausländische Ärzte arbeiten. 11 Millionen Handschuhe sollen am Freitag eintreffen, am Samstag eine Großlieferung Masken, am Montag Schutzanzüge. Außerdem habe man Testungen von Spitalsmitarbeitern intensiviert. Dem Ruf nach flächendeckenden Tests, dem wird heute eine Absage erteilt. Es ist vollkommen sinnlos, bei jemandem, der symptomfrei ist und keinen Kontakt hatte mit jemandem, der in jüngster Zeit Corona erkrankt war, einen solchen Test zu machen, denn er wird kein Virus ausscheiden. Und Antikörpertests seien noch nicht sicher genug. Das also die Pressekonferenz von heute früh von Gesundheitsminister Anschober und Personen, die
das aus dem Gesundheitsbereich kommen. Da sind jetzt einige Zahlen vorgekommen, etwa was die Tests betrifft, aber vor allem was die schwereren Krankheitsverläufe betrifft und die notwendigen Betten, auch Intensivbetten in den österreichischen Spitälern. Schauen wir uns das kurz anhand einer Grafik an, dann lässt sich das deutlich besser erkennen. Dienstag früh ist die Zahl der Menschen, die wegen einer Coronavirus-Erkrankung im Krankenhaus waren, laut offizieller Statistik noch bei 150 gelegen. Sie sehen es links im Bild. Bis gestern, 15 Uhr, ist sie dann auf 247 angestiegen. Die Zahl der Menschen, die auf einer Intensivstation behandelt werden müssen, ist von 16. Bis gestern, 15 Uhr, auf 28 angestiegen. Hat sich also fast verdoppelt. Bis heute hat sich die Zahl der Menschen in Spitalsbehandlung von gestern auf heute auf 547 mehr als verdoppelt. Die Zahl der Menschen auf der Intensivstation hat sich mehr als verdreifacht. Sie liegt jetzt bei 96 Personen, die, wie gesagt, auf der Intensivstation nach einer Coronavirus-Infektion behandelt werden müssen. Wichtig ist aber, das liegt nicht etwa daran, dass in den letzten Stunden jetzt besonders viele Menschen ins Krankenhaus mussten, sondern auch daran, dass die Dateneingabe in das Meldesystem beschleunigt worden ist. Diese neu dazugekommenen Menschen waren also auch in den letzten Tagen schon im Krankenhaus, aber sie scheinen eben erst jetzt in dieser hier gezeigten Statistik auf. Und darüber möchte ich jetzt mit Günther Meyer, dem Leiter unserer Wissenschaftsredaktion, in unserem abgetrennten Studio hier im ORF-Zentrum sprechen. Was lässt sich denn aus diesen neuen Zahlen, die ja nicht unbedingt neue Fakten wiedergeben, aber eben eine neue Statistik darstellen, was lässt sich denn aus diesen Zahlen ableiten für die Maßnahmen, die in Österreich getroffen worden sind? Dass die Maßnahmen wirken, sieht man an den Kurven, die doch einen leichten, aber doch deutlichen Trend zeigen. Die epidemiologischen Auswirkungen jetzt spürt man deshalb, weil man in diesem sogenannten epidemiologischen Meldesystem umgestellt hat, dass jetzt die Bundesländer das direkt eingeben. Das war zunächst in zwei Schritten und hat dann dazu geführt, dass die Daten sehr spät eingetroffen sind. Und das hat man gestern adaptiert und das hat dann zu diesem sprunghaften Anstieg geführt, der jetzt in der Folge eigentlich wird solche Sprünge nicht mehr geben, weil man es jetzt viel schneller in Echtzeit in die Systeme bringt. Deshalb hat man jetzt auch die offizielle Informationsseite des Gesundheitsministeriums über die Fälle an Infektionen vom Netz genommen, um all das ins System einzuschleusen, was jetzt hinten noch sozusagen im Datenstau war. Also da muss man dazu sagen, da ist nicht in der Wirklichkeit jetzt etwas passiert, sondern das ist eine statistische Frage und eine Korrektur dieser Zahlen. Aber wenn wir es eben jetzt genauer wissen, wie viele Intensivbetreuung die Patienten brauchen unter der Gesamtheit aller Infizierten, ist das jetzt überraschend oder zeigt das ein neues Bild der Entwicklung dieser Infektion? Es ist das, hat man schon einigermaßen so erwartet. Das folgt auch einem internationalen Trend, der vielleicht jetzt in Italien nicht so ist, weil dort man eindeutig die Ereignisse etwas übersehen hat, schon am Anfang. Aber international sind diese Kurven genauso. Was man dazu sagen muss, ist, wenn man sich die internationalen Kurven ansieht, jetzt von verschiedensten Ländern, die auf einer Universitäts-Homepage in den USA gespiegelt sind, dann sieht man, dass Österreich hier einen sehr, sehr positiven Verlauf nimmt im Vergleich zu anderen Ländern, dass also diese Kurve langsam sich abzuflachen beginnt. Das ist durchaus bei ganz wenigen Ländern nur so. Und das bedeutet, hier liegt man schon richtig mit allem, was man tut, offensichtlich. Weil Sie es angesprochen haben, Italien wieder. Warum verläuft dann die Erkrankung, so sie einmal ausgebrochen ist oder die Infektion einmal stattgefunden hat, in anderen Ländern oder Regionen so unterschiedlich schwerwiegend? In Italien, wie wir wissen, ganz besonders schwer oft. Ja, wenn man das Beispiel China nimmt, in der Stadt Wuhan, wo das Epizentrum war, dann hat man dort auch extrem hohe Sterberaten gehabt. Das ist am Beginn so einer Epidemie leider sehr oft möglich, wenn sich das in einem Gebiet zu verfestigen beginnt und dort dann die Epidemie in dem Fall und dann später Pandemie explosionsartig sich ausbreitet. In Italien kommt dazu, dass sehr viele alte Menschen betroffen sind. 80% der Patienten sind über 80 Jahre alt. Und das ist genau die Risikogruppe, die es oft am härtesten trifft und wo wir die meisten Toten zu beklagen haben. Und genau darum geht es ja auch in Österreich, diese Gruppe zu schützen. Und das gelingt offenbar in sehr großem Ausmaß. Und das ist sehr gut so.
In den letzten Tagen haben wir immer wieder darüber gesprochen, über Nutzen und Nachteil großflächiger Corona-Tests. Da geht es auch immer wieder um die Frage, welche Zielgruppen sind es, die man da vor allem testen soll? Auch ist es auch bei jenen Leuten sinnvoll, die noch gar keine Symptome zeigen? Und bevor wir uns aber dieser Frage in der Sendung widmen können, schauen wir jetzt ins Bundeskanzleramt, denn ich sehe, dort haben gerade Kanzler und Vizekanzler samt Wirtschaftsministerin und Finanzminister Aufstellung genommen. Und das hören wir uns jetzt an. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, wir dürfen heute, wie angekündigt, die Details zum 38 Milliarden Hilfspaket präsentieren. Bevor wir dazu kommen, lassen Sie mich aber zunächst noch einen wichtigen Punkt festhalten. Ich erlebe, dass es im Moment viele Beschwichtigungsversuche gibt, dass es einige gibt, die nach dem Grundsatz sprechen, naja, so schlimm wird das schon alles nicht werden. Und ich habe Ihnen versprochen, hier immer ehrlich und transparent mit den Zahlen und der Sachlage umzugehen. Und daher kann ich nur noch einmal betonen, die Lage ist ernst und sie ist weiterhin ernst. Die einzig validen Daten, die wir im Moment haben, sind Zahlen, was die Toten betrifft, was die Menschen betrifft, die intensivmedizinische Behandlung brauchen und was die Menschen betrifft, die Spitalsbetreuung benötigen. Und all diese Zahlen sprechen eine sehr eindeutige Sprache. Ob unsere Maßnahmen wirken und in welchem Ausmaß sie wirken, das werden wir erst in den nächsten Tagen feststellen können. Aber ich möchte noch einmal betonen, die Sache ist ernst. Und es dauert definitiv noch, bis unsere Maßnahmen greifen werden. Daher die große Bitte an Sie alle, sehr geehrte Österreicherinnen und Österreicher, ist, halten Sie sich an die Vorgaben und glauben Sie keinen Beschwichtigungs- oder Beruhigungsversuchen. Neben den Herausforderungen, die diese Corona-Krise für das Gesundheitssystem mit sich bringt, ist es natürlich auch eine Krise, die massive wirtschaftliche Herausforderungen bedeutet. Wir wissen, dass die Situation in vielen Unternehmen eine höchst angespannte ist, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Jobs verloren haben, dass viele Menschen heute in Kurzarbeit sind. Und wir haben uns daher als Bundesregierung ja entschlossen, schnell zu handeln und haben gleich mit Einsetzung der Maßnahmen auch ein 38 Milliarden Hilfspaket angekündigt. Was zählt, ist aber nicht, was angekündigt wird, sondern was rauskommt. Was zählt, ist nicht, was angekündigt wird, sondern was ankommt bei den Betroffenen. Und daher bin ich froh, dass wir nach wirklich intensiver Arbeit von vielen Beteiligten jetzt an einem Punkt sind, das ausbezahlt werden kann. Ich möchte mich ganz besonders beim Vizekanzler, beim Finanzminister und der Wirtschaftsministerin für die gute Zusammenarbeit in den letzten Tagen bedanken und möchte noch einmal kurz die Punkte aus dem Hilfspaket zusammenfassen. Zum Ersten die Kurzarbeit. Die ist breit angelaufen und bietet die Möglichkeit, dass viele Menschen in Österreich nicht ihren Job verlieren, sondern in Kurzarbeit gehen und die Lohnkosten von der Republik getragen werden. Zweitens der Härtefallfonds für EPUs. Wir haben versprochen, hier all jenen schnell zu helfen, die selbstständig sind, die EPUs sind, von der Physiotherapeutin bis zum Grafiker und denen auf einmal ihre Lebensgrundlage weggebrochen ist. Hier wird es bis zu 6.000 Euro innerhalb von 3 Monaten geben, also bis zu 2.000 Euro Maximum pro Monat für jede einzelne Person, für jede einzelne EPU. Dritter Punkt, der Krisenfonds von 15 Milliarden, der steht für die direkt betroffenen Branchen, Gastronomie, Tourismus, Handel und einige andere. Vizekanzler und Finanzminister werden noch im Detail darauf eingehen. Und darüber hinaus Kreditgarantien für alle, die es brauchen, und Steuerstundungen, um die Wirtschaft flächendeckend breit zu unterstützen. Wir sind darüber hinaus natürlich auch mit den Banken in Kontakt, um Kreditstundungen zu ermöglichen für alle Privatbetroffenen, Häuselbauer, die jetzt ihren Job verlieren oder weniger verdienen und aufgrund der Situation nicht in der Lage sind, ihre Kreditraten
zu bezahlen. Hier braucht es Kreditstundungen, damit niemand aufgrund der Corona-Krise vor dem Nichts steht. Abschließend möchte ich festhalten, dass ich all jenen Menschen ganz besonders dankbar bin, die in dieser schwierigen Zeit arbeiten gehen und arbeiten leisten. Selbstverständlich müssen immer die Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden. Ganz besonders möchte ich mich bei all jenen bedanken, die in Bereichen arbeiten, die vielleicht von manchen unterschätzt werden, die aber ganz besonders wichtig sind für die Versorgungssicherheit in unserem Land. Ich bin froh, dass die Arbeitgeber angekündigt haben, dass in den Supermärkten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein spezieller Bonus in diesem Jahr bezahlt werden wird. Und wir haben als Bundesregierung entschieden, diesen steuerfrei zu stellen, damit er auch in voller Höhe bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ankommt. Selbiges gilt selbstverständlich auch für alle anderen, die hier direkt an der Front Dienst tun, mit Menschen in Kontakt sind und weit über ihre Grenzen hinaus wachsen. Das bedeutet, wir werden auch bei den Polizistinnen und Polizisten, aber auch bei allen anderen Gruppen, die einen Bonus erhalten, diesen steuerfrei stellen, damit er 1:1 auch wirklich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ankommt. Vielen Dank allen Österreicherinnen und Österreichern, Ihnen allen, dass Sie die Maßnahmen mittragen, dass Sie einen Beitrag leisten, damit wir in Österreich Leben retten, diese Krise gemeinsam überstehen und dann hoffentlich auch schnellstmöglich wieder aus dieser Krise herauskommen. Je stärker wir uns jetzt an die Maßnahmen halten, je besser jeder Einzelne seinen Beitrag leistet, desto eher werden wir diese schwierige Situation überstanden haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Ich ersuche um das Statement des Herrn Vizekanzlers. Bitte schön. Ja, ich möchte mich dem Dank anschließen. Danke all jenen, die jetzt in dieser schwierigen Phase derart herausragende Leistungen bringen am Arbeitsplatz. Danke aber auch all jenen, die sich an die Vorgaben und Maßnahmen halten, weil das hilft die Ausbreitung des Virus und der Infektionen eben zu dämpfen, zu verlangsamen. Warum sage ich das noch einmal? Es gibt einen Zusammenhang zwischen Gesundheitskrise, wenn Sie so wollen, und Wirtschaftskrise, die ja unvermeidlich ist bei derartigen Eingriffen. Ich will sagen, was unser Handeln leitet. Nach wie vor ist es so, dass wir die entsprechenden Verläufe anschauen. Wir werden jetzt Indikatoren nehmen, auf die man sich stärker verlassen kann. Das wurde schon angekündigt und da ist kein Grund zu besonderer Entwarnung. Wenn das aber so ist, ist nicht schon mit der Frohbotschaft aufzuwarten, dass wir relativ rasch die Maßnahmen lockern können. Und das leitet sich daraus ab, dass wir unbedingt, das war von Anfang weg so, den Kollaps des Gesundheitssystems, aber insbesondere des intensivmedizinischen Systems verhindern wollen. Und das bedeutet, dass manche Maßnahmen möglicherweise länger anhalten, jedenfalls nicht genau prognostizierbar sind mit Tag jetzt, aber umgekehrt, je länger die Einschränkungen dauern, desto größer die Auswirkungen auf die Wirtschaft. Es ist sogar so, dass auch da ein exponentielles Wachstum ist. Wenn was 2 Monate dauert, ist es nicht doppelt so schlecht wie 1 Monat, sondern das nimmt sogar zu, weil entsprechend die Erwartungshaltungen aller derer, die investieren sollen, aller derer, die Konsumentinnen und Konsumenten sind, sich natürlich auch verändern. Wir haben ja die Daten der Wirtschaftsforscher, die sehr ähnlich sind in der Bundesrepublik Deutschland oder auch hier in Österreich, heute eben wieder publiziert. Jetzt gilt es natürlich zu vermeiden, dass die Wirtschaftskrise einfach ihren Lauf nimmt. Und dadurch, dass bestimmte Branchen ja komplett ausfallen, sich das noch auf andere überträgt. Auch da gilt der Vergleich zum Gesundheitssystem durchaus. Also helfen wir einmal aus guten Gründen der Gerechtigkeit jenen, die unmittelbar betroffen sind. Das wird den Nothilfefonds betreffen, der große 15-Milliarden-Fonds, aber und zunächst einmal all jenen, die ganz kleine Unternehmer sind. Ich darf Sie mal aufzählen, was den Härtefallfonds betrifft, die Ein-Personen-Unternehmen, die freien Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer, die neuen Selbstständigen, auch die nicht gewinnorientierten Organisationen werden dort erfasst. Die Kleinstunternehmen, und ich bin aufgefordert worden, ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass wir mit
der Erstauszahlung, auf die ich eingehen werde, vor allem den Unternehmerlohn abdecken wollen. Also der kleinste Unternehmer mit bis zu 9 Beschäftigten hat ja auch ein eigenes Einkommen, und je nachdem, wie schwierig die wirtschaftliche Lage ist, kann der Unternehmer oder die Unternehmerin als Person betroffen sein. Davon zu unterscheiden ist, sind Maßnahmen, die das Unternehmen unterstützen sollen. Das wird ganz wichtig für die Beantragung bei der Wirtschaftskammer dann. Dann sind wir genau schon bei dem Punkt, ab morgen kann ausbezahlt werden, jedenfalls haben wir uns eben noch erkundigt. Sie wissen, die Wirtschaftskammer, auch die Landesstellen wickeln diese Anträge ab. Die Bezugs- und Antragsberechtigten hatte ich gerade erwähnt. Und insgesamt sind es tatsächlich bis zu dreimal 2.000 Euro. Das ist ähnlich wie in der Bundesrepublik mit dieser Drei-Monats-Perspektive. Und das wird sich daran bemessen, wie groß die Einkommensverluste der betreffenden Personen sind. Aber jetzt gibt es eine Erstauszahlung, in der Regel 1.000 Euro, und für das Folgemonat wird dann eruiert, wie die jeweilige Lage im Unternehmen bzw. bei der betreffenden Person ist. Dazu werden ja die Wirtschaftsministerin und der Finanzminister noch näher Auskunft geben können. Aber ab morgen kann man sich durch das Formular durchscrollen bei der Wirtschaftskammer und diesen Antrag stellen. Und wir gehen davon aus und haben die Zusicherung, dass ab nächster Woche dann ausbezahlt wird. Diese Zahlung ist sozusagen eine Sofortauszahlung, eine Sofortanzahlung. Und die genaue Subventionssumme, das ist ja ein Zuschuss, da braucht nichts zurückgezahlt werden, das ist, glaube ich, auch nicht unwichtig an der Stelle, die bemisst sich dann im Folgemonat, weil wir nicht alle über einen Kamm scheren wollen. Das soll aber alles möglichst unbürokratisch und rasch geschehen. Damit zum zweiten, zum größeren Fonds, der sogenannte Nothilfefonds. Da ist das Instrumentarium so gedacht, dass das eine Mischung ist aus Kredit und Zuschuss. Zunächst einmal kann man beantragen, maximal die Quartalsumsatzsumme, also da ist wieder der Drei-Monats-Gedanke drinnen, und wenn sich das kriegt man mal als Kredit mit günstigen Zinsen, alles, was europarechtlich gerade sich noch so niedrig wie möglich ausgeht. Und nach einem Jahr sollte sich herausstellen, was diese unmittelbar betroffenen Unternehmen an der Stelle für untergegangene Kosten haben, wenn man so will, Schäden haben, die natürlich ins Treffen geführt werden müssen und nicht bloß nur behauptet werden können. Das würde dann dazu führen, dass diese untergegangenen Kosten zu einem größten Teil ersetzt werden, an der Stelle die Teile dieses Kredits sich in einen Zuschuss umwandeln, und kreditrückzahlbar bleibt das, was an Liquidität gegeben wurde. Und der Schaden, der entstanden ist durch die Eingriffe des Gesetzgebers und der Bundesregierung, der wäre an der Stelle zum allergrößten Teil ersetzt. Das ist ein Mischmodell, das ist, denke ich, gut durchdacht, um einerseits Liquidität zu verschaffen, eine Quartalssumme Umsatz, gleichzeitig, was die Rückerstattung betrifft, Schäden zu ersetzen, weil jene Teile nicht bezahlt werden müssen, und drittens damit gewährleistet sein soll, dass alle, die bis zum 16. März gut am Wirtschaftsleben teilgenommen haben, alle Unternehmen, nicht aufgrund dieses Elementareignisses, sozusagen aus Sicht der Unternehmen ist es ja wohl ein solches, aus dem Markt ausscheiden wollen. Warum wollen wir das? Nicht nur, weil es um Gerechtigkeit geht, den Unternehmerinnen und Unternehmern gegenüber und vor allem auch den Beschäftigten, die ja zwar vielleicht jetzt in Kurzarbeit sind, aber die ja dann auch eine Perspektive brauchen wollen, in die Arbeit zu kommen. Es geht immer um Unternehmen und Beschäftigte, aber es geht auch um unser Wirtschafts- und Sozialsystem als Ganzes. Wenn wir dort jetzt helfen, dann können wir zumindest abdämpfen, dass sich diese Effekte, dass ganze Branchen quasi stillgelegt sind, auf andere sich übertragen, und dann dafür wieder resümieren, wenn wir hier den einzelnen Betroffenen helfen, helfen wir auch dem Ganzen, uns allen, dem Wirtschafts- und Sozialsystem, das wir ja im Wesentlichen aufrechterhalten wollen, selbstverständlich. Und wir erleichtern damit für die, die durchhalten, die gar nicht geschlossen sind, das Durchstarten, weil die
sind ja auch verflochten mit anderen. Wir erleichtern den Neustart dort, wo einer fällig ist. Insgesamt erleichtern wir das Zurückkommen und den Wiederaufbau im Wirtschaftssystem. Das sind die Grundgedanken hier. Es gibt noch weitere Instrumente, die würde ich dann dem Herrn Finanzminister und der Frau Wirtschaftsministerin überlassen, namentlich die Garantien. Also möchte nur noch einmal zusammenfassen, wir haben man muss unterscheiden, dass verschiedene Unternehmensgruppen anspruchberechtigt sind, also die EPUs, die Kleinstunternehmen, dann auch die größeren. Das ist dieses Kriterium, wonach wir Einordnungen vornehmen. Und gleichzeitig gibt es auch einen Instrumentenkoffer, der unterschiedlich wirkt. Im Härtefallfonds sind es Direktzahlungen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Im Nothilfefonds sind es eben Kredite, wo nur jene Teile nicht erlassen werden, die wirkliche Kosten sind. Dann gibt es noch die Garantien. Darauf wollten wir jetzt raus. Dazu wird die Frau Wirtschaftsministerin Stellung nehmen, wie ich weiß. Es gibt die Steuerstundungen und weitere Vergünstigungen, die der Herr Bundeskanzler angesprochen hat. Und abschließend ist mir nur wichtig, wir sehen es bei der Kurzarbeit, dass diese Instrumente, glaube ich, weitreichendst konzipiert sind, größte Unterstützung gewährleisten können. Aber es hilft alles nichts, wenn die Banken nicht ein paar Wochen mithelfen, bis diese ganzen Zahlungen fließen, weil da oder dort der einzelne Unternehmer jetzt schon ein Liquiditätsproblem haben könnte. Da müssen alle zusammenhelfen und da hören wir die Nachricht, dass die meisten großen Bankchefs von den großen Instituten und Bankengruppen hier bereit sind, in diese Richtung zu wirken. Und ich weiß, dass der Herr Bundesminister für Finanzen, denke ich, schon bald täglich in Kontakt ist, um dieses zu gewährleisten, weil auch dort muss es, wenn Sie so wollen, unbürokratisch zugehen. Und die Regularien für die Banken werden ja von der EZB nach unten ohnehin schon gelockert, auch vor diesem Hintergrund. Also die Banken müssen mitspielen, damit wir nicht zu spät kommen. Ich sage das ganz offen und ich habe da vollstes Vertrauen, dass das gelingt und weiß das beim Finanzminister in guten Händen. Und das ist, glaube ich, ein guter Punkt, um zu übergeben. Danke, Herr Vizekanzler. Herr Finanzminister, bitte. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben als Bundesregierung in kurzer Zeit einen Schutzschirm für die österreichische Volkswirtschaft aufgespannt in der Höhe von 38 Milliarden Euro. Wichtig in allen Bereichen ist, dass die nötigen Gelder, das notwendige Geld schnell bei den Betroffenen ankommt. Denn wer schnell hilft, hilft doppelt. Es ist schon einiges an Geld geflossen. Ich möchte ein paar Auflistungen bekannt geben, zum Beispiel die Möglichkeit der Steuerstundung. Wir haben bisher 55.600 Anträge in den Finanzämtern zur Steuerstundung oder Vorauszahlungsherabsetzung erhalten. Davon sind über 45.000 bereits erledigt. Das ist ein Volumen von 1,3 Milliarden Euro, das mehr an Liquidität in den betroffenen Unternehmen verbleibt und dadurch auch hilft, besser durch die Krise zu kommen. Wir haben 9 Milliarden Euro für mögliche Garantien aufgestellt. Im Bereich der österreichischen Kontrollbank beispielsweise bis zu 2 Milliarden Euro. Da gibt es Anfragen von bis zu 1,6 Milliarden Euro, konkrete Anträge von ca. 400 Millionen Euro. Und wir im Finanzministerium garantieren, dass jeder Antrag, der bei uns einlangt, innerhalb von 24 Stunden erledigt wird. Wir haben vor nicht einmal 2 Wochen einen 4 Milliarden Euro Soforthilfefonds beschlossen. Auch da ist bereits viel Geld geflossen, zum Beispiel 100 Millionen Euro für die Pflege, denn hier haben wir eine große Herausforderung durch das Ausbleiben von Pflegerinnen und Pflegern aus dem Ausland. 22 Millionen Euro für Forschung und klinische Studien, um eben auch auf wissenschaftlicher Ebene den Kampf gegen das Coronavirus zu beschleunigen. 116 Millionen Anschaffungen für medizinisches Gerät, für medizinische Ausrüstung. Und natürlich wird auch die Kurzarbeit aus diesem Topf finanziert, wo es ja bereits viele Anträge gibt. Darüber hinaus ist aus diesen 4 Milliarden auch 1 Milliarde für den sogenannten Härtefallfonds vorgesehen, wo es, wie der Herr Bundeskanzler und der Vizekanzler gesagt haben, vor allem darum geht, dass man den Kleinsten im Unternehmensbereich hilft, den EPUs etc. Denn dort gibt es natürlich die Situation, dass wenn beispielsweise ein Masseur oder eine Fitnesstrainerin von bis zu 100% Umsatzentfall von heute auf morgen betroffen sind, dass wir hier als Staat sicherstellen müssen, dass diese Menschen weiterhin ihre Fixkosten decken können. Und deswegen
gibt es da auch zwei Phasen. Die eine Phase startet morgen. Bis zu 1.000 Euro können hier beantragt und unbürokratisch sofort erhalten werden. In der zweiten Phase bis zu 2.000 Euro pro Monat für maximal 3 Monate, wenn eben der Umsatzentgang aufgrund der Corona-Krise entsprechend da ist. Der 15 Milliarden Euro Fonds ist so aufgestellt, dass er vor allem für die Unternehmen da ist, die direkt betroffen sind und das in großem Ausmaß. Da geht es, wie der Herr Vizekanzler bereits gesagt hat, um einen Zuschusskreditvertrag. Das heißt, dass wir den Kredit beantragt von bis zu 120 Millionen oder maximal einem Quartalsumsatz. Und der Teil, der die Betriebskosten abdeckt, muss nur zu 75% refundiert werden. Das heißt, die betroffenen Unternehmen bekommen bis zu 3/4 ihrer Betriebskosten vom Staat ersetzt, wenn man so möchte, und darüber hinaus ausreichend Liquidität durch die Kredite. Bei allen Maßnahmen gilt, dass wir rasch und möglichst unbürokratisch helfen wollen. Das heißt, hier ist in allen Bereichen so viel Kulanz wie möglich angesagt. Die Kontrolle, die gemacht werden muss, soll aber sicherstellen, dass kein struktureller Missbrauch möglich ist. Aber so viel Kulanz wie möglich, so viel Kontrolle wie nur unbedingt notwendig. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Finanzminister, Frau Wirtschaftsministerin, bitte schön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte auch heute wieder, wie so oft in diesen Tagen, mit einem Dank beginnen. Und zwar mit einem Dank an all jene Menschen, die die Basisprozesse in Österreich aufrechterhalten, vor allem in der Industrie, jene Menschen, die täglich zur Arbeit gehen und unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen sicherstellen, dass wir mit Lebensmitteln versorgt werden, dass wir die Produkte haben, die wir brauchen und die auch sicherstellen, dass die österreichische Wirtschaft nicht zur Gänze zum Stillstand kommt. Mein großer Dank an Sie alle. Für die Wirtschaft ist es eine Belastungsprobe, eine große Belastungsprobe, die uns dieses Coronavirus mitgebracht hat. Es ist eine Belastungsprobe, wie wir sie nicht gekannt haben seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Betretungsverbote, die notwendig sind und die Maßnahmen, die Sie alle mittragen, um die Kontakte möglichst zu reduzieren. Und auch hier bitte ich Sie ganz besonders auch in den Unternehmen, dies einzuhalten. Auch all diese Maßnahmen führen natürlich zu Verwerfungen in der Wirtschaft. Es gibt wenig Kunden, die Sie betreuen können. Es gibt Unterbrechungen in den Lieferketten. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir diesen Schutzschirm gebaut haben von 38 Milliarden Euro. Im Verhältnis zu unserem Budget, das wir in Österreich haben, sind wir hier auch unter den Spitzenreitern, nicht nur in Europa, sondern auch weltweit. Dieses Hilfspaket ist in unterschiedliche Teile geteilt und es muss rasche Hilfe zur Verfügung stehen. Deshalb haben wir als Bundesregierung die Wirtschaftskammer Österreich beauftragt, an unserer Stelle auch diese Abwicklung zu übernehmen und die Auszahlungen vorzunehmen. Ab morgen steht diese Website zur Verfügung. Sie können auf diese Website gehen, wenn Sie ein kleines Unternehmen sind, ein EPU, ein Selbstständiger, ein Künstler, ein Journalist, all jenen, denen wir helfen wollen in dieser schwierigen ersten Phase. Die bis zu 6.000 Euro, die zur Verfügung stehen, sind Zahlungen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, auch in dieser Phase. Es handelt sich nicht um einen Kredit, sondern um die Möglichkeit, wirklich seine Kosten des täglichen Lebens entsprechend zu decken. Wichtig ist auch für die österreichischen Unternehmen, für die großen, aber auch vor allem für die kleinen Unternehmen, dass Garantien zur Verfügung stehen. Und diese Garantien werden rasch zur Verfügung gestellt. Wir verpflichten uns hier innerhalb von 48 Stunden in der AWS ab heute diese Garantieanträge abzuwickeln. Dafür haben wir ein Schnellverfahren eingeleitet, ein digitales Verfahren, wo wir auch mit den Banken entsprechend zusammenarbeiten. Wir haben gestern auch Gespräche mit den Banken geführt und auch Sie stehen hier zur Seite, den Unternehmen, und wir haben Sie auch klar aufgefordert, hier rasch innerhalb von 48 Stunden die jeweiligen Anträge abzuarbeiten, sodass sie eingereicht werden können und dann innerhalb von 24 Stunden durch die AWS und das Bundesministerium für Finanzen entsprechend durch sind.
Unsere Aufgabe ist es, Sie hier zu unterstützen, und mit dem großen Fonds, mit den 15 Milliarden Euro, ist es wichtig, dass wir hier in dieser Form der Kredite unterstützen. Uns ist aber auch wichtig, dass wir die unterschiedlichen Instrumente gut miteinander kombinieren. Und so ist es mir schon wichtig, auch dabei zu erwähnen, dass es nicht nur darum geht, die Kredite zu gewähren und diese Notfallskredite bis 120 Millionen Euro, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen zu halten. Die Corona-Kurzarbeit wird sehr gut angenommen. Und sie ist auch eine Voraussetzung dafür oder eine ähnliche, dass man hier die Mitarbeiter im Unternehmen behält und nicht eine Kombination hat von Kreditinanspruchnahme und Mitarbeiterabbau. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Warum sollen die Strukturen in Österreich erhalten bleiben, dass die Wirtschaft dann auch wieder in Stufen und rasch Fahrt aufnehmen kann? Das ist unsere Aufgabe, unsere gemeinsame, und dafür stehen wir an Ihrer Seite und für Sie und mit Ihnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zum Fragenteil und beginnen auf dieser Seite als erstes. Das also eine Pressekonferenz von Kanzler und Vizekanzler sowie Finanzminister und Wirtschaftsministerin. Jetzt am Schluss haben wir Margarete Schramböck, die Wirtschaftsministerin, gehört, die im Detail auf den Härtefallfonds eingegangen ist, wo es darum geht, ganz kurzfristig, ganz rasch Unternehmen zu helfen, die jetzt in Liquiditätsschwierigkeiten kommen, wo es also um das Allernötigste geht. Aber bei dieser Pressekonferenz insgesamt ist es so um das Mittelfristige gegangen, was jetzt in nächster Zeit an Hilfestellungen an die Unternehmen herangetragen wird. Ich werde das dann gleich im Anschluss mit Dieter Bornemann, der zu uns ins Studio gekommen ist, noch oder wieder zu uns kommen darf, weil mit mir und den anderen Kolleginnen und Kollegen in der Quarantäne sozusagen besprechen. Und ich werde das mit Hans Bürger, unserem Innenpolitikchef, besprechen, der nicht in der Quarantäne ist und daher in einem separierten Studio zu uns spricht. Hans Bürger, interessant war, am Beginn dieser Pressekonferenz hat Bundeskanzler Kurz nicht damit begonnen, worum es im Kern da jetzt gegangen ist, nämlich um die wirtschaftlichen Hilfestellungen für österreichische Unternehmen, sondern mit einem ganz allgemeinen Appell, dass man den Beschwichtigungen, die es allenfalls gäbe, jetzt nicht glauben darf. Worauf war das gemünzt? Was hat er da gemeint? Welche Aussagen sind ihm da offenbar vorgeschwebt, wenn er diese eindrückliche Warnung an den Beginn seines Statements gesetzt hat, dass alles sehr viel ernster ist, als das zuweilen vielleicht zu hören ist? Er hat versucht, all jenen Optimisten zu sagen, dass das mit dem Optimismus noch nicht so wirklich, ich würde sagen, gescheit ist, wenn man das so jetzt annimmt. Denn all die Hoffnungen, dass nach Ostern zumindest eine Teilnormalität wieder einkehrt, diese Hoffnungen will er bewusst nicht geben. Denn er sagt, wir beginnen nach Ostern Schritt für Schritt, falls überhaupt. Und diese Schritte werden sehr klein sein und werden sehr lange dauern. Das Problem bei uns Journalisten ist ja immer auch, dass wir natürlich einige Dinge wissen, die wir selbst nicht sagen sollen, weil wir auch angewiesen sind darauf, oder beziehungsweise wir sollen ja auch nicht unbedingt Optimismus dort verstreuen, wo er nicht gegeben ist. Faktum ist, nach Ostern könnte eine Branche nach der anderen aufsperren. Das muss aber nicht so sein. Beim Thema Schule, glaube ich, drückt der Kanzler, ohne es auszusprechen, ganz besonders stark auf die Bremse. Denn so wie man es hört, werden zuerst einmal die Maturanten die Schule wieder betreten dürfen, und zwar 14 Tage vor der Matura. Für alle anderen Schüler, da bin ich mir nicht sicher, ob man wirklich nach wie vor die Hoffnung nähren sollte, dass es nach Ostern weitergeht. Also ich denke, er wollte mitteilen, glaubt nicht, das sei eine Sache von Tagen, glaubt auch nicht, das sei eine Sache von Wochen, sondern stellt euch alle darauf ein, bis wieder die wirkliche Normalität zurückgekehrt ist, ist es vermutlich Herbst.
Wir haben ja in den letzten Tagen und Wochen immer wieder von diesen ganz kleinen Schritten berichtet, in den letzten Tagen natürlich nur, von diesen kleinen Schritten berichtet, die es allenfalls nach Ostern geben könnte. Heißt das jetzt, die werden noch kleiner ausfallen, als wir das gestern und vorgestern noch gedacht haben? Also ich habe gestern zum Beispiel den Bürgermeister Häupl gehört, der gemeint hat, auf Dauer wird es nicht möglich sein, ganz Wien abzusperren, was Kinder betrifft, was Spaziergänger betrifft. Er hat angedeutet, dass er möglicherweise den Empfehlungen der Bundesregierung dann nicht nachkommen wird, sondern vielleicht schaut, dass bestimmte Parks offen sind, was ja an und für sich erlaubt wäre, aber dass bestimmte Freizeitaktivitäten in Wien ohnehin dann vielleicht wieder möglich wären. Ich glaube, es wird kleine Schritte geben im Sinne von Ausgangsbeschränkungen, nicht, dass da etwas gelockert wird, sondern dass man vielleicht ab und zu einmal nicht ganz so genau hinschauen wird. Denn alle, die Kinder haben, die wissen, wochenlang kann man Kinder nicht in der Wohnung einsperren. In einem Haus mit Garten ist das vielleicht einfach, aber ich glaube, immer mehr Politiker sehen auch ein, für Kinder eben ist das Ganze nicht allzu lange aushaltbar. Ich glaube, da wird es vielleicht beginnen. Und bei bestimmten Branchen, die will ich jetzt überhaupt nicht vorwegnehmen, aber vielleicht sperren einige Gastronomiebetriebe auf. Ich weiß es nicht. Aber Faktum ist, es wird sehr, sehr lange gehen. Und, was glaube ich auch sehr wichtig ist, jeder Schritt, der hier gesetzt wird, wird sofort wieder überprüft werden. Denn wenn an der TU zum Beispiel gemerkt wird, jetzt ist man ein wenig zu weit gegangen in der Lockerung, dann wird man wahrscheinlich wieder anziehen und die Maßnahmen, die man vielleicht aufgelöst hat, wieder setzen. Also es wird ein Hin und Her, ein Vor und Zurück. Da gibt es ein berühmtes Lied, das heißt zwei Schritte vor, drei zurück, eine zurück. Ja, vielleicht in dieser Richtung. Aber ich glaube, was der Bundeskanzler übrigens nicht zum ersten Mal heute, sondern schon seit Tagen meint, ist, stellt euch auf eine längere Periode der Zurückhaltung ein. Vielen Dank einstweilen, Hans Bürger. Kommen wir jetzt zu den vielen wirtschaftlichen Aspekten, Dieter Bornemann, die in dieser Pressekonferenz der Regierungsspitze samt zwei zuständiger Fachminister jetzt gerade verkündet worden sind. Das 38 Milliarden Hilfspaket steht da im Mittelpunkt, aber das gliedert sich in viele verschiedene Maßnahmen auf, von Kreditgarantien bis zur Hilfe bei der Kurzarbeit, bis hin zu zwei Fonds, über die ich jetzt genauer mit Ihnen sprechen möchte, die so das Allerunmittelbarste, was jetzt auf die Unternehmen zukommt, abdecken soll. Und da gibt es einen, der Härtefallfonds, das ist sozusagen das, was wirklich jetzt für die nächsten Tage schon eingerichtet worden ist. Worin besteht der im Wesentlichen und was können die Unternehmen sich da erwarten davon? Ja, man muss sich einmal vorstellen, wie viele hunderttausende Schicksale da überhaupt dahinter stehen. Es gibt in Österreich ungefähr 300.000 Einpersonenunternehmen. Das heißt, das sind Firmen, die bestehen quasi aus sich selber. Denen sind über Nacht die Aufträge weggebrochen. Die haben zum Teil wenig finanzielle Reserven, wenn überhaupt. Die leben von einem Auftrag zum anderen. Und die stehen plötzlich vor der Situation, dass sie null Umsatz haben, das heißt keine Einnahmen mehr. Und auch ihre normalen Lebenshaltungskosten plötzlich nicht mehr tilgen können. Also da geht es zum Teil wirklich darum, wie kann ich meinen Lebensmitteleinkauf bestreiten. Wir hatten gestern einen Beitrag im Studio Wien unter anderem, wo die Anlaufstelle bei der Caritas war. Wie viele Leute sich da jetzt anstellen um Lebensmittelpakete. Und die sind zum Teil, diese Einpersonenunternehmen, wirklich in sehr prekären Verhältnissen. Und denen hilft man jetzt einmal mit einem ersten Schritt in diesem sogenannten Härtefallfonds. Da geht es irgendwie darum, den kann man ab morgen bei der Wirtschaftskammer beantragen. Die allermeisten Einpersonenunternehmen sind Mitglied bei der Wirtschaftskammer. Die können dort ein Online-Formular ausfüllen und ab nächster Woche soll einmal ein Geld fließen. Die Rede ist von 1.000 Euro, einmal quasi so die Grundbedürfnisse abdecken zu können. Und dann ist es in diesem Modell geregelt, offensichtlich angelehnt an Deutschland, dass man 3x2.000 Euro für 3 Monate bekommen kann, also in Summe 6.000 Euro. Das ist allerdings die Höchstsumme. Die allermeisten werden deutlich weniger bekommen. Das ist also das Unmittelbarste. Das ist das, was Grundbedürfnisse eines Unternehmers, einer Unternehmerin abdecken kann. Und dann gibt es das, was so einen kleinen Schritt weitergeht und mit Nothilfefonds übertitelt ist. Das ist so eine Mischung aus Zuschuss auf der einen Seite, Kredit auf der anderen Seite.
Da geht es um einen Quartalsumsatz. Daher meine erste Frage gleich. Das Quartal hat 3 Monate. Man geht davon aus, dass das auf jeden Fall den Leuten wegbricht. Darum hat man es offenbar auch so bemessen. Scheint das eine Länge zu sein oder ein Umfang zu sein, der ein Minimum darstellt, was vielen Unternehmen wegfallen wird, ein Quartal nämlich? Das könnte durchaus sein. Der Vizekanzler hat deutlich gesagt, je länger diese Krise dauert, desto schlimmer sind natürlich die Auswirkungen. Und wenn das über dieses Quartal hinausgeht, also wenn wir dann plötzlich vom Juni reden, dann wird es für viele Unternehmen extrem eng. Man muss sich jetzt vorstellen, ein kleines Unternehmen, sagen wir mal, damit es leichter zum Rechnen gibt, 10 Mitarbeiter, schickt die alle in Kurzarbeit, hat aber pro Mitarbeiter, weil die dann 10% angemeldet sind, in diesem Fall trotzdem noch an die 300 Euro Kosten pro Mitarbeiter. Das ist jetzt eigentlich nicht viel, aber mal 10 sind es auch 3.000 Euro pro Monat, plus die Miete, plus die Versicherungen, plus die Kredite, die zu bedienen sind. Also da kommt eine wirklich hohe Belastung auf jedes einzelne Unternehmen zu. Mir hat zum Beispiel jetzt vor kurzem eine Druckereibesitzerin geschrieben, sie hat 7 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sie jetzt nicht halten kann. Trotzdem hat sie Fixkosten von 7.000 Euro im Monat. Das heißt, das ist Geld, das einfach weg ist. Und jetzt geht es irgendwie darum, wie kann man diesen Unternehmen helfen. Und dafür ist dieser Nothilfefonds, Sie haben es bereits gesagt, es ist eine Mischung aus Kredit und Zuschuss. Und wie das dann genau ausschaut, wie hoch die staatlichen Zuschüsse sind, die man nicht zurückzahlen muss, das kann der Unternehmer dann ein Jahr später beweisen, indem er seine Bilanz herlegt und sagt, schaut, im Vorjahr war das Unternehmensergebnis so und so und heuer ist es um diesen Teil weniger. Dann gibt es einen Zuschuss. Wenn er einigermaßen wieder etwas abfangen kann, dann ist es ein Kredit, der sehr günstig verzinst sein soll, um über diese 3 Monate hoffentlich nicht mehr hinwegzukommen. Ein Kredit, der sehr günstig verzinst sein soll. Vizekanzler Kogler hat in diesem Zusammenhang gesagt, das hilft aber alles nichts, wenn wir das machen, wenn die Banken nicht mittun. Welche Sorgen haben denn jetzt die Banken auf der einen Seite und welche Sorgen hat, um bei diesem Satz zu bleiben, Vizekanzler Kogler? Oder die Regierung? Naja, die Regierung hat einmal die Sorge, dass ganz viele Unternehmen zu wenig Liquidität haben, zu wenig Geld im Börsel, dass sie ihre Fixkosten und ihre Mitarbeiter bezahlen können, selbst wenn die in Kurzarbeit sind. Das heißt, dass eine Welle der Arbeitslosigkeit über Österreich hinweg schwappt, weil selbst wenn diese Klein- und Mittelbetriebe in Konkurs gehen und zusperren müssen, heißt das, nicht nur der Geschäftsführer ist arbeitslos, sondern möglicherweise 2, 3, 4 andere Leute auch noch. Und da hängen ja sehr viele Schicksale und Familien dran. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass die Banken natürlich gewisse Auflagen haben. Und sagen wir mal so, auch wenn die Chefs der Banken in diversen Verhandlungsrunden mit dem Bundeskanzler und dem Finanzminister durchaus betonen, sie sind kooperationswillig. Was wir an Rückmeldung bekommen von Unternehmen ist, dass das zum Teil schon extrem bürokratisch ist, weil die Banken natürlich auch schauen müssen, dass sie nicht auf verlorenen Krediten sitzen bleiben, weil dann haben sie ein echtes Problem. Selbst wenn der Staat 80% garantiert, bleiben sie dann möglicherweise auf 20% sitzen, wenn das Unternehmen nicht zahlungsfähig ist. Und nur als kleines Beispiel, mir hat ein Unternehmer ein Mail geschickt und hat irgendwie geschrieben, die Anforderungen, die die Bank an ihn stellt. Und das ist eine Liste von, ich schätze mal, ungefähr 20 Punkten. Finanzierungshöhe mit detailliertem Verwendungszweck ist ja noch nachvollziehbar. Bilanz, Einnahmen, Ausgabenrechnung, inklusive Einkommen, Steuerbescheid aus dem Jahr 17, 18 und 19. Eine Saldenliste, eine Liquiditätsrechnung, aktuelle Verbindlichkeiten, betrieblich und privat, Vermögensübersicht und. Also das ist eine wahnsinnig lange Liste. Also da kann man von unbürokratisch nicht reden. Man muss nur auf der anderen Seite die Banken verstehen, die haben Angst, dass sie plötzlich auf einem großen Berg von nicht zurückbezahlten Krediten sitzen. Und das ist in Wahrheit dieses Tauziehen zwischen Regierung, die Hilfe verspricht, zwischen Banken, die nicht überbleiben wollen, und den einzelnen Unternehmen, die trotzdem jetzt sehr dringend, sehr schnell Geld brauchen. Die Banken haben natürlich auch rechtliche Vorgaben. Das ist ja nicht nur wirtschaftliche Entscheidung, zuweilen so genau zu sein, sondern ist ja auch grundgelegt in einem Gesetz, an das sich die Banken selbst halten müssen bei der Kreditvergabe. Aber wenn die Regierung jetzt auf der anderen Seite sagt, wir machen es so unbürokratisch wie möglich, heißt das also, an anderen Hürden kann man gerade, was diesen Nothilfefonds, diese mittelfristige Erleichterung oder Hilfestellung betrifft, dann doch wieder an die Bürokratie stoßen? Möglicherweise. Die Frage ist auch,
ob die Wirtschaftskammer diese Anträge, die werden ab morgen hunderttausende Anträge bekommen, ist zu erwarten, in sehr kurzer Zeit abwickeln kann. Weil wenn die Politik verspricht, ab morgen könnt ihr beantragen und ab nächster Woche wird ausbezahlt, dann wird die Enttäuschung bei den Betroffenen möglicherweise sehr hoch sein, wenn die nicht sehr schnell Geld, direkt Cash auf der Hand haben. Jetzt haben wir gehört, es gibt nicht nur sehr viel Geld, das in die Wirtschaft fließen wird, sondern auch sehr viel Geld, auf das der Finanzminister verzichtet. Es sind jetzt einstweilen Steuerstundungen, aber es sind auch steuerfrei gestellte Einkommensanteile. Das hat als erstes betroffen oder jedenfalls so ist es aufgefallen. Die Boni, die jenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bezahlt werden, die jetzt ganz besonders hart arbeiten müssen in den Lebensmittelmärkten, aber auch der Gefahr ausgesetzt sind, sich zu infizieren aufgrund der vielen Kundenkontakte. Jetzt war auch die Rede davon, dass dem Personal der Exekutive solche Boni steuerfrei ausbezahlt werden. Und vielleicht wird man dann auch noch daran denken, dass jene, die im Pflegepersonal arbeiten, auch zu jenen gehören, die nicht so viel verdienen in der Regel, aber mit Infizierten zu tun haben, in langen, in stundenlangen Schichten auch möglicherweise eine Abgeltung bekommen, die steuerfrei ist. Das heißt, auf der einen Seite wird viel Geld ausgegeben, auf der anderen Seite kommt viel weniger Geld herein, als das in sonstigen Zeiten der Fall ist. Was heißt das für den Staatshaushalt abseits der Debatte ums Nulldefizit, wo schon völlig klar ist, dass das natürlich nicht zu erreichen ist? Aber was hält der Staatshaushalt aus? Naja, wir haben die positive Situation, dass wir uns relativ günstig auf den Kreditmärkten international refinanzieren können. Wir sind kreditwürdig als Land und das macht es schon einmal deutlich günstiger. Aber die Probleme, die da auf uns zukommen, das sind weniger, dass jetzt keine Steuern bezahlt werden müssen von den Unternehmen für die Bonuszahlungen der Mitarbeiter. Das sind, also Banker würden sagen, Peanuts. Es geht irgendwie darum, dass natürlich viel weniger Gewinnsteuern anfallen, die die Unternehmen an den Staatshaushalt bezahlen und natürlich auch Verbrauchsteuern, wie zum Beispiel die Umsatzsteuer. Wenn wir jetzt alle weniger konsumieren können, die 20%, die von jeder Summe, die wir im Geschäft bezahlen, an den Staat automatisch gehen, das wird dramatisch weniger werden. Also da geht es darum, dass wirklich deutlich weniger Einnahmen sein werden und gleichzeitig höhere Staatsausgaben. Die Wirtschaftsforscher rechnen damit, dass dieses geplante leichte, die leichte schwarze Null sich natürlich überhaupt nicht ausgehen wird mit den hohen Ausgaben. Sie rechnen damit, dass wir ein Budgetdefizit von an die 5% haben werden. Nur darum geht es irgendwie im Moment, was kostet uns in Summe diese Krise? Und zwar erstens auf der Gesundheitsebene, wie viele Menschenleben kann man irgendwie riskieren, aber dann in weiterer Folge geht es nicht darum, wie groß ist das Haushaltsdefizit, daran wird niemand gemessen, weder die Regierung noch der Finanzminister, sondern es wird irgendwie darum gehen, wie schnell bringen wir die Wirtschaft dann wieder auf die Beine, dass das Wirtschaftsleben in Österreich wieder einigermaßen normal wird, weil erst dann kann man diese Schulden auch wieder runterbringen. Aber das wird möglicherweise viele Jahre dauern. Bevor wir jetzt auch kurz nach Brüssel blicken, noch eine Frage über die Grenzen Österreichs hinaus. Geht das in jedem europäischen Land so ähnlich, sind ja so gut wie alle in gleicher Weise betroffen, was das Zusperren betrifft, was die Unterbrechung all dieser wirtschaftlichen Kreisläufe betrifft. Wenn jetzt alle in ähnlichem Ausmaß diese Maßnahmen treffen, kann das jeder europäische Staat so bewältigen oder können dann da doch einige an die Grenzen oder über die Grenzen kommen, wie wir es bei Griechenland in einer ganz anderen Situation beobachtet haben? Wir können uns erinnern, die Griechenland-Krise, die jetzt bald 10 Jahre her ist, und das war schon ein Problem. Und Griechenland ist vergleichsweise ein kleines Land innerhalb der EU. Und wenn man sich vorstellt, Italien oder Frankreich kommen in massive wirtschaftliche Probleme, denen es vorher wirtschaftlich vor der Krise schon nicht gut gegangen ist, dann haben wir möglicherweise dort ein massives Problem auch mit der Verschuldung. Und darum wird jetzt auch versucht, sogenannte Eurobonds, also gemeinsame Schuldenanleihen, auszugeben. Ob das erfolgreich sein wird, das lässt sich derzeit einfach noch nicht abschätzen. Auf dieses Thema will ich dann gleich kommen mit unserer Korrespondentin in Brüssel. Zuerst schauen wir uns aber an, wie unter erschwerten Bedingungen heute die zwei großen Treffen auf EU-Ebene ablaufen. Das Europäische Parlament kommt in Brüssel zu einer Sitzung zusammen, bei der die meisten Abgeordneten ihre Stimmen von weit außerhalb Brüssels abgeben werden. Und die EU-Staats- und Regierungschefs halten ihr Gipfeltreffen mit dem Schwerpunkt Corona-Krise per Videoschaltung ab. Es gelten neue Regeln. Buongiorno, buongiorno a tutti colleghi. Der EU-Parlamentspräsident hat schon 14 Tage Heimquarantäne hinter sich. Im Saal sollen bitte nur jene sein, die auch tatsächlich Reden halten und das mit viel Abstand. Abgestimmt wird aus der Ferne, die EU-Kommission wirbt um Gemeinschaftsgeist. Unser Europa hat alles in der Hand, was nötig ist. Und wir sind bereit, alles zu tun, was nötig ist, um diese Krise zu meistern.
Frau Präsidentin, das ist eine europäische Krise und sie verlangt auch nach europäischen Antworten, heißt es aus Italien. Am Nachmittag soll nach gemeinsamen Antworten gesucht werden, wenn Ratspräsident Charles Michel zum EU-Gipfel bittet. Bei der Vorbereitung waren noch auf Abstand bedachte Botschafter im Saal. Der eigentliche Gipfel läuft wieder per Videoschaltung, der neuen europäischen Krisenrealität entsprechend. Und in Brüssel begrüße ich jetzt unsere Korrespondentin Raffaella Scheidreiter. Zu Beginn der Corona-Krise haben wir gesehen, da gibt es sehr viele Alleingänge, was die Maßnahmen im Gesundheitsbereich betrifft, was das Abstandhalten oder das Schließen von Geschäften betrifft etc. Ist mit solchen Alleingängen jetzt weiterhin zu rechnen oder zeichnet sich da doch wieder eine europäische Solidarität oder zumindest ein Gleichschritt ab, wenn es darum geht, jetzt wirtschaftliche Maßnahmen zu treffen, Hilfspakete zu schnüren? Wie weit dieser Gemeinschaftsgeist geht, der erste Hinweise soll heute diese Videogipfelkonferenz dann wirklich auch schon zeigen. Aber Sie haben es gesagt, es gibt Kritik an Alleingängen, dass Deutschland und Frankreich etwa Firmen verboten haben, Atemschutzmasken ins Ausland nach Italien zu verkaufen. Es gibt Kritik am einseitigen Schließen von Grenzen. Hier vielleicht eine Bemerkung am Rande. Das Schengener Abkommen, das offene Grenzen in der EU garantieren soll, das feiert heute seinen 25. Geburtstag, an einem Tag, an dem über 15 EU-Länder ihre Grenzen dicht gemacht haben. Andererseits haben die 27 EU-Länder und die EU-Institutionen jüngst gemeinsam bisher beispiellose Entscheidungen getroffen. Sie haben etwa zugestimmt, dass erstmalig die sehr strengen EU-Schuldenregeln ausgesetzt werden. Das bedeutet, dass die EU-Länder demnächst unbegrenzt Geld in die Wirtschaft pumpen können, Geld aufnehmen, Geld ausgeben können, um diesen Corona-Schock etwas abzufedern. Aber wie Sie schon mit Dieter Bornemann noch besprochen haben. Das heißt im Umkehrschluss, dass die Länder mehr Schulden machen. Und das ist vor allem für Italien ein Problem, das schon vor der Corona-Krise vor einem riesigen Schuldenberg gestanden ist. Hier gibt es schon Stimmen, die davor warnen, dass Italien in eine Schuldenkrise schlittert und auch die anderen Euro-Länder mitzieht oder den Euro insgesamt ins Wanken bringt. Und darüber wollen die EU-Staats- und Regierungschefs heute beraten, wie weit sie gehen würden, um hier gemeinsam auch stabilisierend einzuwirken. Hier gibt es auch die Idee, den Euro-Rettungsschirm zu aktivieren, Kredite des Euro-Rettungsschirms. Den Euro-Rettungsschirm, den kennen Sie vielleicht noch, der hat damals auch Griechenland vor einem Staatsbankrott gerettet. Ja, nur Griechenland ist natürlich nicht einfach nur so geholfen worden, sondern Griechenland musste sehr strenge Sparauflagen nachkommen. Und das hat natürlich auch zu politischen Verwerfungen und einem großen Konflikt damals mit Deutschland geführt, wie wir wissen. Wie ist das jetzt sich vorzustellen, wenn so viel Geld freigemacht wird und es keine Schuldengrenze mehr gibt, keine Stabilitätskriterien mehr, die jetzt für diese Budgets eingehalten werden müssen? Wird das auch mit so strengen und harten Einschnitten einhergehen, wie wir das in Griechenland vor 10 Jahren beobachtet haben? Die genauen Bedingungen, die sind noch unklar. Es heißt, es könnte möglich sein, dass Geld von diesen Krediten entweder nur in das Gesundheitswesen fließen darf oder an besonders betroffene Firmen. Die EU-Staats- und Regierungschefs, die müssten heute überhaupt erst einmal grünes politisches Licht für das Aktivieren des Rettungsschirms geben. Die EU-Finanzminister müssten danach die Details ausarbeiten. In diesem Topf, in diesem Rettungsschirm wären 410 Milliarden Euro bereit hier Kredite auszuschütten. Das sagen aber auch schon viele Finanzexperten, das wird vermutlich auch gar nicht reichen. Und hier gibt es vor allem Stimmen aus den südlichen Euro-Ländern, vor allem aus Italien. Premier Giuseppe Conte hat vor dieser Videoschaltung noch einmal appelliert, wir werden wohl andere, neuere Finanzinstrumente brauchen. Er appelliert hier vor allem für gemeinsame Staatsanleihen, jetzt genannt Corona-Bonds. Das würde bedeuten, dass nicht nur ein Land allein einen Kredit bekommt, sondern dass die Euro-Länder gemeinsam Staatsanleihen aufnehmen, also gemeinsam auch Schulden machen. Da gibt es ja einige, die das wollen. Ich glaube, 9 Länder sind es, die da durchaus initiativ sind, dass so etwas eingeführt wird. Die anderen sind skeptisch, diese Corona-Anleihen, wie sie eben jetzt aus diesem Anlass schon genannt werden, aufzulegen. Wie realistisch ist es, dass dieses Finanzinstrument tatsächlich Realität wird?
Diesen Brief an den Ratspräsidenten Charles Michel, der heute diese Videokonferenz leitet, haben 9 Staats- und Regierungschefs unterschrieben, allen voran Frankreichs Präsident Macron, Spaniens Premier Sanchez und Italiens Premier Conte. Wie realistisch ist diese Idee von Corona-Bonds, von diesen gemeinsamen Euro-Bonds? Da müssen wir uns die Unterschiede mal ansehen zum Euro-Rettungsschirm zum Beispiel. Würde der Euro-Rettungsschirm aktiviert werden, dann bedeutet das, dass Italien zum Beispiel eigenständig Kredite bekommt und diese auch eigenständig zurückzahlt. Wenn es jetzt um Corona-Bonds geht, das bedeutet, dass die Euro-Länder gemeinsam Staatsanleihen ausgeben, hier gemeinsam auch quasi dieses Geld bekommen, also gemeinsam für diese Schulden auch haften. Das war schon eine Idee während der Euro-Krise. Hier haben aber vor allem die sehr sparsamen Euro-Länder Deutschland und die Niederlande gesagt, nein, wir wollen nicht so eine Vergemeinschaftung von Schulden, wir wollen nicht für die südlicheren Euro-Länder haften. Auch Österreich war damals sehr zurückhaltend und es ist schon fraglich, ob die Corona-Krise jetzt zu einem Umdenken führt, ob dieser Gemeinschaftsgeist dann doch so weit geht. Das werden wir vielleicht ein bisschen besser wissen nach den 2 großen Sitzungen bzw. Besprechungen auf EU-Ebene. Vorerst vielen Dank, Raffaella Scheidreiter, für diese Live-Informationen aus Brüssel. Und wir kommen aus der großen Finanzwelt jetzt wieder zu uns nach Hause. Da verbrauchen wir derzeit von so manchen Dingen mehr als in üblichen Zeiten, allem voran Datenvolumen. Die Explosion digitaler Kommunikation derzeit bringt das mit sich. Inwiefern die Telekom-Infrastruktur in Österreich da sichergestellt ist, darum ist es heute schon in Pressegesprächen ebenso gegangen wie darum, was passiert, wenn jemand die Strom- oder Wasserrechnung einfach nicht mehr begleichen kann. Leere Geschäfte, Restaurants, Friseursalons. Wegen der Corona-Pandemie hat derzeit fast alles geschlossen. Tausende Österreicherinnen und Österreicher haben ihren Job verloren oder wurden zur Kurzarbeit angemeldet. Die fixen Kosten bleiben aber und viele machen sich Sorgen, wie sie sich Strom- und Heizkosten weiter leisten sollen. Man wolle jene Menschen, die wegen der Corona-Krise in finanzielle Engpässe kommen, nicht im Stich lassen, heißt es heute von der Infrastrukturministerin. Gemeinsam mit den österreichischen Energieversorgern sind wir übereingekommen, dass niemandem, der in Österreich aufgrund dieser schwierigen Situation seine Rechnung nicht pünktlich zahlen kann, Strom, Heizung oder Warmwasser abgedreht wird. Die Regelung ist bis 1. Mai befristet und gilt in erster Linie für Haushalte und kleinere Firmenkunden. Betroffene, die ihre Rechnungen nicht zahlen können, sollen sich an ihre Energieanbieter wenden. Gemeinsam werde man dann eine Lösung finden. Das kann sein, dass es einen Zahlungsaufschub gibt, dass man nach dieser Krisensituation dann die Rechnung zur Einzahlung bringt oder dass es überhaupt einen Ratenplan gibt, der vereinbart wird. Eine Botschaft gibt es heute auch für größere Unternehmen. Auch sie können sich an die Anbieter wenden. Wenn weniger Strom und Gas gebraucht wird, weil weniger produziert wird, kann im Einvernehmen eine Zahlungsreduktion vereinbart werden. Und der Energieverbrauch in Österreich ist zuletzt tatsächlich um 10-15% gesunken. Deutlich stärker belastet waren hingegen die Telekom-Netze, denn vom Büro ins Homeoffice oder von der Schulbank zum E-Learning, auch das ist für viele Österreicher derzeit Realität. Das hat den digitalen Datenverkehr in Österreich um 40% ansteigen lassen, die Telefonate sogar um 120%, sagt die zuständige Ministerin. Unsere Netze sind stabil. Die Netze haben die Stresstests der letzten Wochen einwandfrei gemeistert und überstanden. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Die Situation war durchaus eine große Herausforderung. Kleiner Wermutstropfen, die weitere Frequenzversteigerung der schnelleren 5G-Technologie muss wegen Corona vorerst nach hinten geschoben werden, sagt die Telekom-Behörde RTR. Aber die Netzinfrastruktur sei stabil, versichern die Mobilfunkbetreiber, auch wenn die Zeiten herausfordernd seien. Wir haben sehr unbürokratisch und schnell die Gesundheitshotline 1450 von einem anderen Betreiber übernommen und mit zusätzlichen Kapazitäten ausgestattet. Wir haben das AMS-Callcenter unterstützt, wir haben das Außenministerium unterstützt. Gesichert sei in Österreich auch die Versorgung mit Briefen, Paketen und Geldzustellungen, sagt die Post. Über 4 Millionen Haushalte werden derzeit täglich beliefert, auch in den Quarantänegebieten. Wir haben zum Beispiel im Bereich der Zustellung schon vor 2 Wochen umgestellt auf die kontaktlose Zustellung. Es werden Briefe, Pakete, aber auch Geld, Dienstleistungen kontaktlos zugestellt. Soll heißen, der Briefträger stellt ein Packerl vor die Türe, nimmt Abstand und unterschreibt dann für den Empfänger, sobald dieser die Türe öffnet.
Ja, und ich bin jetzt wieder mit Hans Bürger verbunden in unserem separierten Studio hier im ORF-Zentrum. Hans Bürger, wir haben gerade gehört, das 5G-Netz bzw. dessen Ausschreibung, das wird nach hinten verschoben. Aber die Digitalisierung, die erfährt ja jetzt gerade eine ganz andere Wendung. So viel wie jetzt werden kaum sonst Datenvolumina verbraucht. Auch die Telefonie, wie wir im Bericht zuvor gehört haben, steigt ganz extrem an. Wird die Digitalisierung nach dieser Corona-Krise eine neue Wendung nehmen, eine andere Richtung einschlagen? Man sieht das auch wieder bei den Schulen und bei den Schülern und auch bei den Eltern, wie stark man gefordert ist, um die digitale Welt schneller und sofort zu begreifen. Ich glaube, dass auch das Schulleben nach dieser Krise ein anderes sein wird. Man muss sich in diesen Wochen und Monaten daran gewöhnen, mit diesen Geräten umgehen zu können, das digitale Lernen zu beherrschen. Und so wird es vielen, vielen anderen gehen. Ich habe mir diese Pressekonferenz heute Vormittag in der vollen Länge angesehen. Wir haben das auch in ORF 3 analysiert. Und es ist schon sehr wichtig, dass diese Dinge immer wieder als positiv verkauft werden, was alles funktioniert. Vielleicht war es ein bisschen zu viel, denn es ist immer wieder gesagt worden, was in Österreich alles funktioniert. Die Telekommunikation, die Post funktioniert, die Energieversorgung funktioniert. Ich glaube, da muss man mit dem Lob ein wenig aufpassen, denn wenn man immer wieder sagt, ich bin gesund, könnte jemand auf die Idee kommen, dass er vielleicht doch krank ist, derjenige, der das ausspricht. Aber insgesamt noch einmal auf Ihre Frage zurückzukommen, das Digitale wird uns beherrschen, wird stärker werden ab Herbst und ja, wahrscheinlich ist das auch der richtige Weg. Weil Sie gerade davon gesprochen haben, was alles funktioniert und wie da kommuniziert wurde heute, dass das alles funktioniert. Ein Teil war die Energieversorgung. Energieversorger sind da auch mit der Ministerin aufgetreten heute. Haben wir das aber, die wir uns das angesehen haben, alle richtig verstanden? Da gibt es natürlich keine gesetzlichen Grundlagen, dass da jemandem geholfen wird, wenn es da jetzt Probleme gibt, sondern es ist eine Goodwill-Aktion, die Regierung angestoßen hat und sich gemeinsam jetzt mit den Energieversorgern hingestellt hat, die gesagt haben, wir werden, wenn es Probleme gibt, nicht gleich jemanden den Strom abdrehen oder das Wasser abdrehen. Ich habe das in einer dieser Pressekonferenzen bzw. in einer dieser Bewertung der Pressekonferenzen schon einmal gesagt, man sieht in Zeiten wie diesen auch, dass eben der Staat nicht wie ein Konzern geführt werden kann. Bin dann von einigen zwar erfreut, einige haben erfreut reagiert in der Öffentlichkeit, einige haben gemeint, warum nicht, das kann man nicht sagen. Natürlich wäre es das Beste, einen Staat wie einen Konzern zu führen, dann macht man keine Schulden. Nein, also ich denke, die soziale Komponente ist derzeit extrem wichtig. Das vermittelt Sicherheit. Es vermittelt Sicherheit, wenn ich weiß, auch wenn ich jetzt in einer großen Krise stecke, werde ich vom Staat nicht allein gelassen. Und jetzt zum Beispiel den Menschen Strom- und Gasrechnungen vorzuhalten und sagen, wenn du das nicht zahlst, dann drehen wir dir das ab, wäre unmenschlich und eben eines Sozialstaates unwürdig. Und so gesehen halte ich das für eine wichtige und richtige Maßnahme. Dass das jedenfalls in einer Goodwill-Aktion, auf die man sich ganz offenbar verständigt hat, jetzt so gehandhabt wird. Kommen wir noch einmal zurück auf Ihren Gedanken der wiederholten Kommunikation des Gesundseins, nämlich all der Bereiche, um die es da geht. Das passiert ja nicht zufällig, dass sich die Ministerinnen und Minister, aber auch die Regierungsspitze alle Tage da hinstellen, koordiniert nach Themenbereichen und Aspekten, die das neue Leben in Corona-Zeiten so mit sich bringt. Was ist denn davon zu halten? Was ist da die große Botschaft, die von diesen vielen Pressebriefings, die wir ja zumeist live übertragen, ausgeht? Das ist schon auch eine politische Botschaft, denn vor allem Kanzler Kurz hat man ja im Kabinett 1, und zwar nicht nur ihm, sondern einigen vorgeworfen, er sei eben ein betriebswirtschaftlich orientierter Regierungschef. Einige haben sogar gesagt, er habe irgendwo neoliberale Züge. Er selbst hat immer gesagt, nein, er fühlt sich als ein christlich-sozialer Politiker. Und das will er, glaube ich, jetzt umso mehr zeigen. Ich habe ein soziales Gewissen. Mit der Österreichischen Volkspartei kommt auch die soziale Komponente zurück. Es stimme nicht, dass man eben nur mit der FPÖ gemeinsam eine
eine Konzernpolitik betreibe und so weiter und so weiter. Ich glaube, dieses Signal ist ihm ganz wichtig und da grabt er natürlich ganz weit in Richtung links hinein, was mit den Grünen auch leichter ist, denn was soll man dem als Sozialdemokrat zum Beispiel entgegnen? Man wird ja nicht sagen können, es ist nicht gut, dass man Strom und Gas jetzt mal aufgeschoben bekommt, was die Zahlungen betrifft. Also da steckt sehr viel politische Botschaft dahinter, auf der einen Teil das ideologische, auf der anderen Seite natürlich ist das ja auch immer sehr geschickt verteilt. Zum Beispiel heute hat es ja wirklich extrem viele Pressekonferenzen gegeben und letztlich sind alle wichtigen oder viele wichtige drangekommen. Auch die Infrastrukturministerin Gewessler ist drangekommen, die man ja nicht so oft sieht. Das heißt, die Balance, die Grünen dürfen bei uns sehr stark mitreden. Auch diese Balance versuchen Kanzler und Vizekanzler nach außen zu zeigen. Wir sind eine Gemeinschaftsregierung, da passt kein Blatt Papier dazwischen. Und das ist natürlich bei dieser Art der Politik viel, viel einfacher als noch vor 4 Wochen, als wir die Konflikte an der griechisch-türkischen Grenze gehabt haben, die ja komplett von der Bildschirmfläche verschwunden sind, auch wenn sie es tatsächlich nicht sind. Aber da die gemeinsame Linie zu halten, wäre viel, viel schwieriger gewesen. Und so gesehen nützen beide jetzt diese Gemeinsamkeit, dieses Ausdrücken der Gemeinsamkeit. Und das machen sie aus meiner Sicht und ja offensichtlich nicht nur aus meiner Sicht, sondern auch aus Sicht anderer europäischer Länder relativ gut und konsequent. Da sind wir gespannt, welche weiteren innenpolitischen Implikationen auch diese Krise noch haben kann. Vorerst wieder vielen Dank, Hans Bürger. Auch international steigen die Zahlen der an Coronavirus Erkrankten und Toten weiter an. Inzwischen sind es knapp 500.000 Infizierte und mehr als 21.000 Tote. Immer strenger sind daher die Maßnahmen der Länder, um die Bevölkerung zu schützen. Im Zeichen der Verbundenheit läuten gestern Abend in Frankreich landesweit die Glocken der Kirchen für 10 Minuten. Rund 3000 Menschen sind hier gestorben. Präsident Macron verspricht nach der Krise, massiv in das Gesundheitssystem investieren zu wollen. In Spanien hat das Parlament nach einer 11-stündigen Marathonsitzung die strenge Ausgangssperre bis zum 11. April verlängert. Knapp 47 Millionen Bürger sind davon betroffen. Punkt 8 Uhr abends wird die Sitzung dann unterbrochen. Als Abgeordnete der Bürger, glaube ich, sollten wir uns der Aktion der Menschen auf den Balkonen und Fenstern anschließen. Täglich wird mit Applaus den Ärzten und Pflegern des Landes gedankt. Der US-Senat hat gestern Abend ein Notprogramm im Umfang von rund 1,8 Billionen Euro gebilligt. Präsident Trump will es noch heute unterzeichnen. In den USA ist die Zahl der Toten auf über 1.000 gestiegen. Die meisten Toten gibt es in New York. Etliche Hollywood-Größen richten sich nun in einem Video an die Bürger der US-Ostmetropole. Hello, this is Robert De Niro. Hi everybody, it's Danny DeVito. Auch der Komiker Ben Stiller nimmt daran teil. Sie alle haben die gleiche Message. Bleibt zu Hause. Please stay at home. Vom ganzem Herzen flehe ich euch alle in New York an. Bleibt zu Hause. Junge Menschen können es bekommen und sie stecken alte Leute damit an. Und bevor wir uns versehen, bin ich auch weg, erklärt DeVito in seiner Nachricht. The next thing you know, I'm out of there. Ja, da hat es offenbar auch eine Änderung im Weg der Bekämpfung der Ausbreitung des Virus gegeben in den USA. Von zuerst eines kleinen Schlingerkurses jetzt doch zu etwas drastischeren Maßnahmen. Aber was es in den USA auch gibt, ist ein gigantisches Hilfspaket. Ja. Und wir haben es im Beitrag zuvor gehört, das umfasst 1,8 Billionen Euro umgerechnet. Aber in Dollar ist es ganz ähnlich. Wie kann in der amerikanischen Wirtschaft, die ja nicht ganz so funktioniert wie die europäische oder die österreichische, was staatliche Interventionen betrifft, wie kann sich das auf den US-Markt, auf die US-Wirtschaft auswirken? Katastrophal. Amerika ist die wichtigste Volkswirtschaft der Welt. Die 330 Millionen Amerikaner, die dort leben, sind finanziell potent, also nicht jeder Einzelne, im Gegenteil. Also es gibt eine reiche Oberschicht und ganz viele Menschen, die dort in bitterer Armut leben. Das Gesundheitssystem ist in einem katastrophalen Zustand. In der Presse heute schreiben Sie, die Tageszeitung Die Presse, Ihr USA-Korrespondent, der hat auf eigene Kosten sich einen Nasenabstrich machen lassen, um sich
auf Corona testen zu lassen, nachdem er mit Fieber zu Hause liegt. Er hat nach einer Woche noch immer nicht das Ergebnis und bezahlt dafür $1,700. Also das sind alles Kosten, die auf einen Einzelnen dazukommen, die de facto nicht finanzierbar sind. Das heißt, so ein System wie bei uns, dass jemand in Krankenstand geht und weiter sein Gehalt bekommt, das gibt es dort einfach nicht. Der fliegt dann nach einiger Zeit einfach raus, wenn er nicht zur Arbeit kommt. Und was wir jetzt schon sehen, ist ein unglaublicher Anstieg der Arbeitslosigkeit in den USA. Wir hatten im Februar noch Zahlen, die waren die besten seit Jahrzehnten, mit einer Arbeitslosenrate von 3,5%. Und innerhalb der vergangenen Woche hat sich diese Zahl verzehnfacht auf 3,3 Millionen zusätzlicher Neuanträge an Arbeitslosen. Und das ist natürlich eine Katastrophe, vor allem für Präsident Donald Trump, der im Herbst wiedergewählt werden will. Er hat zwar extrem viel Medienpräsenz im Gegensatz zu seinem Gegenkandidaten Joe Biden, der de facto in den Medien überhaupt nicht mehr vorkommt, weil der Wahlkampf kein Thema mehr ist, sondern in so einer Krise ist quasi der Leader gefragt, der sagt, wo es hingeht. Allerdings der Schlingerkurs, den Trump in den vergangenen Tagen präsentiert hat, der war schon extrem überraschend und in Wahrheit auch hat er nicht das Vertrauen gegeben, den man eigentlich haben kann in so einer Krise an die Führung eines Landes. Sie haben schon darüber gesprochen, wie das Gesundheitssystem dort aussieht und welche Folgen das auch im Sozialsystem haben kann, wenn viele Leute aus dem Arbeitsprozess herausfallen. Jetzt wird viel Geld in die Hand genommen in den USA, aber das fließt ja nicht in erster Linie ins Sozialsystem dort. Was wird mit diesen 1,8 Billionen Euro umgerechnet gemacht werden können? Welchen Effekt kann diese Summe Geld haben? Allein die Ankündigung hat einmal schon die Börsen nach oben führen lassen. Also wir hatten am Dienstag einen historischen Anstieg, den stärksten seit 33. Ja. Also unglaublich, 11,4%, 2000 Punkte ist der Dow Jones in die Höhe gesprungen. Das war allein diese Ankündigung, wir machen dieses riesige Hilfsprojekt. Die Frage ist nur, kommt diese Ankündigung dann real auch in der Wirtschaft an? Haben die Leute etwas davon? Man redet sogar darüber, dass irgendwie jeder Amerikaner 1000 Euro auf die Hand bekommen kann, um diese Krise, also eine Art von Sozialhilfe, um diese Krise zu überdauern. Die Frage ist, ob das in der Form wirklich funktionieren kann und das Geld auch direkt in Unternehmen fließt, dass Anleihen gekauft werden und ähnliche Dinge. Nur, was man nicht vergessen darf, der amerikanische Aktienmarkt hat in sehr kurzer Zeit extrem viel Geld verloren. Jetzt kann man irgendwie sagen, interessiert mich nicht, ich bin nicht in Aktien. Nur die Altersversorgung in den USA ist ganz anders als bei uns. Da gibt es kein Pensionssystem, wo man sein Leben lang einzahlt, sondern das geht alles über den Aktienmarkt. Das heißt, wenn für ältere Leute der Aktienkurs nach unten geht, wissen die, das führt für sie direkt in die Altersarmut. Und das ist ein Riesenproblem. Und das ist auch gleichzeitig das politische Problem, das Donald Trump jetzt bekommt, dass möglicherweise viele Leute das Gefühl haben, er hat seine ganze Amtszeit bisher davon geschwärmt, wie großartig er als Wirtschaftskapitän ist. Jeder Höchststand an der New Yorker Börse, den hat er als persönlichen Erfolg gefeiert. Die niedrigen Arbeitslosenzahlen, die hohen Exportraten, die florierende Wirtschaft. Und jetzt geht es in die andere Richtung und jetzt will er plötzlich nichts damit zu tun haben. Und drum irgendwie dieser Versuch, möglichst viel Geld in die amerikanische Wirtschaft zu pumpen, auch wahrscheinlich, um sich die Wiederwahl zu sichern. Bleiben wir noch bei den Börsen. Das ist ja auch für viele Leute interessant, die eben nicht in Aktien investieren, wenn es zum einen solche Zugewinne an einem einzelnen Tag geht, wie Sie gesagt haben, seit den 30er Jahren. Aber es hat auch Abstürze, wie seit den 80er Jahren es nicht mehr der Fall war, ebenso gegeben. Und das hintereinander, ein Tag ganz anders als der andere. Was ist da los bei den Investoren, dass es so extreme Ausschläge in beide Richtungen, nach oben und nach unten gibt? Ja, das ist extrem erratisch. Also es herrschen an den Finanzmärkten derzeit zwei Gefühle. Das eine ist Angst und das andere ist Gier. Wenn eine Aktie runtergeht, haben dann viele Leute das Gefühl, na, die wird wohl wieder steigen und kaufen die. Wenn aber das Gegenteil der Fall ist, wenn die Menschen kein Vertrauen in ein Unternehmen haben, dann möchten sie die Aktie loswerden und abstoßen. Das ist auf der einen Seite die Psychologie des Börsenhandels und dann kommt noch dazu, dass ganz viele Dinge im Aktienmarkt schon automatisiert sind. Also da entscheiden nicht mehr Menschen wie du und ich darüber, kaufen wir eine Aktie oder kaufen wir die nicht, sondern da entscheidet der Computer innerhalb von Bruchteilen von Millisekunden, ob eine Aktie verkauft wird oder nicht. Und wenn jetzt ganz viele Computerprogramme sich fürs Verkaufen entscheiden, ist das eine ansteckende Wirkung und gleichzeitig eine Spirale nach unten, weil eine Aktie crasht und die zieht dann einen ganzen Markt und alle anderen Unternehmen möglicherweise dann auch nach unten. Also mit der realen Wirtschaft hat der Aktienkurs eines Unternehmens mittlerweile oft nur mehr sehr wenig zu tun. Danke, Dieter Bornemann, noch einmal auch für diese Ausführungen. Wir kommen jetzt von den USA nach Russland, wo es ebenfalls, oder nicht ebenfalls, wo es vergleichsweise, nämlich zu den USA, wenig Corona-Erkrankte gibt. Laut den Behörden des rund 145 Millionen Einwohnerlandes sind nur 800.
140 Menschen infiziert, momentan jedenfalls. Ein Großteil davon lebt aber in Moskau und so müssen dort ab heute ältere und kranke Menschen in der russischen Hauptstadt zu Hause bleiben. Die Opposition hatte dem Präsidenten zuvor vorgeworfen, das Leben älterer in Gefahr zu bringen. Die Moskauer U-Bahn mit ihren markanten Stationen ist leerer als sonst. Die Grenzen für ausländische Reisenden sind dicht, auch Schulen sind geschlossen. Aufwendig wird in Moskau alles gereinigt, auch die Garnituren und Stationen. Wir desinfizieren alle 1 bis 2 Stunden die Eingänge, Türen, Fahrkartenschalter, Drehkreuze und Rolltreppen. Besonders Moskau erlässt strenge Maßnahmen im Kampf gegen das Virus. Menschen aus Risikogebieten müssen für 2 Wochen in Quarantäne. Bisher gibt es einige 100 Fälle, doch man erwartet offenbar mehr. Vor den Toren der Stadt entsteht ein spezielles Krankenhaus. Wir bauen auf einer Gesamtfläche von 70.000 Quadratmetern und 24 Stunden am Tag. Hier arbeiten derzeit 5.000 Menschen und wir planen, dass wir in 3 Wochen oder früher fertig sind. Ältere und kranke Personen sollen in der Hauptstadt nicht mehr auf die Straße. Der Moskauer Bürgermeister gilt als Vertrauter des Präsidenten und koordiniert Russlands Maßnahmen gegen die Pandemie und schlägt auch kritische Töne an. Die Zahl der Tests ist sehr gering und keiner kennt das ganze Bild. Das ist die Situation. Ich gebe keine Bewertung ab, aber so ist die Realität. Wladimir Putin hätte heute eigentlich Anlass zu feiern. Vor genau 20 Jahren wurde er das erste Mal zum Präsidenten gewählt. Nun wird er aber Unternehmen besuchen und in einer Videokonferenz mit den anderen Staats- und Regierungschefs der G20-Gruppe über die Corona-Krise beraten. Der Präsident hat inzwischen die für Ende April geplante Abstimmung über die Verfassungsänderung verschoben, der Wirtschaft Unterstützung zugesichert. Auch das besonders betroffene Italien bekommt von Russland Hilfe. Das scheint nicht nur Werbung für den Kreml zu sein. Ärzte und Soldaten können in Italien wohl wichtige Erfahrung im Kampf gegen das Virus sammeln. Auch Russlands Nachbar Weißrussland produziert inzwischen in ein Dutzend Textilunternehmen nun Schutzmasken, um sie zu exportieren. Und in Moskau begrüße ich jetzt unsere Korrespondentin Carola Schneider. Präsident Putin, das haben wir in den letzten Tagen mitbekommen, hat sich durchaus überraschend zurückgehalten in der Öffentlichkeit. Ändert sich das jetzt gerade? Gestern hat er ein Statement abgegeben. Ja, Präsident Putin hat sich viel später als andere Staatschefs in Sachen Corona-Krise ans Volk gewandt. Gestern das erste Mal in einer live in alle Haushalte übertragenen Fernsehansprache. Und da hat er die Russen aufgefordert, jetzt zusammenzuhalten, solidarisch zu sein, diszipliniert zu sein und so wenig wie möglich das Haus zu verlassen. Er hat auch die Volksabstimmung über seine Verfassungsreform verschoben. Bis zuletzt hat er ja trotz Corona Epidemie der weltweiten am Termin festgehalten, am geplanten. Das wäre in weniger als 3 Wochen gewesen. Politische Priorität für Präsident Putin war bis noch vor kurzem eben diese Verfassungsreform, die ihm unter anderem 2 weitere Amtszeiten ermöglicht und nicht der Kampf gegen das Coronavirus. Dieser Anschein an politischer Normalität ist jetzt offenbar nicht mehr aufrechtzuerhalten. In Russland sind selbst diese niedrigen Fallzahlen, von denen wir bisher gehört haben, in den letzten Tagen rasant gestiegen. Und der Moskauer Bürgermeister, eine sehr wichtige politische Stimme, hat laut ausgedrückt, was viele Russen ohnehin schon befürchtet haben, nämlich, dass die offiziellen sehr niedrigen Zahlen an Erkrankten in Wirklichkeit vielleicht gar nicht stimmen, weil einfach wenig getestet worden ist, dass das reale Bild der Lage ein viel schlimmeres ist. Präsident Putin ordnet jetzt die politischen Prioritäten eben neu. Er zeigt sich jetzt als besorgter Vater der Nation, sagt er, nicht mehr die Verfassungsabstimmung ist jetzt wichtig, sondern die Gesundheit und das Leben der Russen. So hat er es gestern ausgedrückt. Und er hat auch noch weitere Maßnahmen angekündigt. Er hat zum Beispiel für nächste Woche landesweit Ferien verkündet, eine arbeitsfreie Woche, damit die Russen so gut es möglich ist zu Hause bleiben können. Und heute zum Beispiel sind sämtliche internationalen Flüge von und nach Russland vorerst eingestellt worden.
Wir haben hier im Studio zuerst mit Dieter Bornemann über das US-Gesundheitssystem gesprochen und wie schwierig es jetzt in dieser Lage für viele Menschen ist, nur die geringstfügigen Gesundheitsleistungen zu bekommen. Und dabei bedarf es viel Geld auszugeben. Wie ist denn das Gesundheitssystem in Russland ganz grundsätzlich aufgestellt? Und wie kann es in der Folge mit der Corona-Krise, so sie sich doch auswächst, was ja anzunehmen ist, umgehen? Nun, die offiziellen Stimmen, die Ärzte, die jetzt mit der Bekämpfung der Corona-Krise betraut sind, die Regierung, die beruhigen, die sagen, wir sind vorbereitet, wir haben es im Beitrag vorher gesehen, wir bauen Spitäler, stampfen sie aus dem Boden heraus, es sind Spitäler auch umgewidmet worden, jetzt schon bestehende für Corona-Infizierte. Es heißt, es gibt landesweit schon zehntausende Spitalsbetten, die extra vorbereitet worden sind. Und Russland hat auch, und das sagen auch viele Experten, eine lange Tradition und gute Tradition in der Seuchenbekämpfung. Und trotzdem ist besonders das staatliche Gesundheitssystem in keinem sehr guten Zustand. Es fehlt oft an Geräten, es fehlt an Medikamenten, es gibt keine sehr gute Diagnosepraxis. Krankheiten werden oft in einem sehr fortgeschrittenen Stadium erst festgestellt. Und es fehlt auch an Personal. Die russischen Ärzte bekommen im internationalen Vergleich ein sehr geringes Gehalt und viele haben allein schon deswegen den Job verlassen in den letzten Jahren. Es hat auch sehr viele Sparmaßnahmen gegeben, die sich auch nicht gut ausgewirkt haben. Es gibt auch viele Ärzte, die jetzt sagen, sollte sich die Epidemie so wie in anderen Ländern in Russland ausbreiten, und leider gibt es sehr wenig, was da dagegen spricht, dann wird auch das russische Gesundheitssystem sehr, sehr schnell an seine Grenzen kommen. Die Gesundheitskrise ist in vielen Ländern zur Wirtschaftskrise geworden. Kommen wir auch noch auf diesen Aspekt zu sprechen. Wie hält die russische Wirtschaft allfällige Schließungen, ein Herunterfahren des Wirtschaftskreislaufes, wie es das in anderen Ländern ja schon zu beobachten gibt, wie hält die das aus? Es wird sicher ein sehr schwerer Schlag werden, diese Corona-Krise für die russische Wirtschaft. Wie schwer, das wagen jetzt auch hier in Russland Ökonomen nicht vorauszusagen. Das hängt davon ab, wie sich die Epidemie weiterentwickelt, international, wie sie sich auf den Ölpreis auswirkt zum Beispiel, aber auch wie sie sich hier in Russland selbst weiterentwickelt. Fest steht, die russische Wirtschaft, die ist schon angeschlagen. Sie hat 6 Jahre Krise hinter sich. Die Bevölkerung hat 6 Jahre sinkende Einkommen hinter sich. Und zu all dem kommt jetzt die Corona-Krise hinzu. Vielleicht ist das einer der Gründe auch, warum in Russland manche Maßnahmen später und noch bis jetzt weniger einschneidend ergriffen worden sind im öffentlichen Leben. Man hat zwar von Anfang an gleich einmal nach Ausbruch der Epidemie weltweit auf Abschottung nach außen gesetzt. In Russland selber ist aber eigentlich das Alltagsleben mehr oder weniger normal ziemlich lang weitergegangen. Und Schulschließungen, Schließungen von Konzerten, Kultureinrichtungen, solche Dinge sind hier verhältnismäßig spät erst gekommen. Und in Moskau zum Beispiel sind noch immer Geschäfte und Lokale offen. Nächste Woche werden sie für eine Woche zugesperrt, aber auch nur in Moskau und auch nur für eine Woche. Das ist wohl ein Versuch der Behörden hier, der Regierung hier, die schon angeschlagene Wirtschaft zumindest auf minimaler Flamme noch weiter aufrechtzuerhalten. Aber inwieweit diese Strategie sich noch lange, man sie noch lange durchhalten kann angesichts der Ausbreitung der Epidemie, das werden erst die nächsten Tage oder Wochen zeigen. Vielen Dank, Carola Schneider, für diese Live-Informationen aus Moskau. Russland, also ein Land, in dem es noch verhältnismäßig wenige Fälle gibt an Corona-Infektionen, jedenfalls was die offizielle Statistik betrifft, aber die ist zu bezweifeln, wie unsere Korrespondentin jetzt gerade berichtet hat. Italien bleibt in Europa weiterhin das Land mit den meisten Coronavirus-Fällen. 57.000 Menschen sind aktuell dort erkrankt, 7.503 genau, sind infolge der Viruserkrankung mittlerweile gestorben. Und obwohl die Zahlen hoch sind, zweifeln viele Politiker und Politikerinnen und Behörden auch an dieser Statistik in Italien. Viele halten die Todes- und Erkrankungszahlen für zu niedrig angesetzt. Hart durchgegriffen wird in Italien bei Missachtung der Ausgangssperre und
bei Missachtung der Quarantänevorschriften. Die Behörden verhängen Strafzahlungen, aber auch Gefängnisstrafen. Und im Parlament warnt heute Vormittag Premierminister Giuseppe Conte, die Krise werde eine massive Rezession bringen, sagt er, die ganz Europa betreffen werde. Und in Italien begrüße ich jetzt in Rom, in Homeoffice, Katharina Wagner. Was plant denn Premier Conte an Wirtschaftshilfe für das Land jetzt ganz aktuell? Ja, wir haben es vor 2 Wochen schon erfahren. Es gibt derzeit ein Hilfspaket, das 25 Milliarden Euro umfasst für die Wirtschaft und für das Gesundheitssystem. Und es soll ein zweites Hilfspaket im April verabschiedet worden werden, das wieder rund 25 Milliarden Euro umfassen soll. Die Wirtschaft, die muss dringend gestützt werden. Keiner weiß bisher, wie die aktuellen Maßnahmen sich auf das Wirtschaftsleben auswirken. Aber man kann schon davon ausgehen, dass sie massiv sein werden. Es gibt bisher nur Schätzungen. Eine Schätzung kommt vom Leiter des Industriellen Verbandes hier in Rom und der spricht davon, dass bei den aktuellen Maßnahmen, bei den massiven Betriebsschließungen, die seit Montag hier gelten, pro Monat rund 100 Milliarden Euro Verlust für das Land aufgezeichnet werden. Das sind natürlich massive Zahlen. Die Regierung will entgegensteuern. Wir haben es auch schon von der Korrespondentin Raffaella Scheidreiter in Brüssel gehört. Deswegen stützt oder hofft Italien sehr auf eine Unterstützung aus der EU und auch auf gemeinsame Schulden, die in der Eurozone aufgenommen werden könnten, um diese massiven Wirtschaftsschäden irgendwie zu beheben oder zumindest abzuflachen. Wir haben auch zuerst schon im Gespräch mit Dieter Bornemann darüber gesprochen, dass es in sehr vielen Ländern natürlich große Hilfspakete gibt, aber die einzelnen Länder werden dann in der Folge ganz unterschiedlich mit diesen Belastungen umgehen können. Und Italien gilt ja da als ein Sorgenkind Europas schon seit vielen Jahren, da hat es die Corona-Krise gar nicht gebraucht. Wie wird Italien dann in der Folge, selbst wenn diese Notmaßnahmen, diese Unterstützungen der Wirtschaft jetzt helfen, in der Folge damit zurechtkommen? Das ist die große Frage, die sich hier viele stellen, wie ich schon gesagt habe. Es gibt Schätzungen, wie schwer dieser Eingriff sein wird, aber im Moment gibt es eben noch keine klaren Zahlen dafür. Und deswegen war der Appell heute vom italienischen Premierminister Giuseppe Conte, der eine Rede vor dem Senat gehalten hat, auch ganz klar in Richtung EU. Es müssen jetzt Maßnahmen ergriffen werden, die es noch nicht gab. Also er plädiert ganz klar dafür, dass es neue Finanzinstrumente gibt, um die europäische, aber eben auch die italienische Wirtschaft jetzt zu stützen. Kommen wir zu den ganz konkreten Entwicklungen dieser Tage, was die Infektionen betrifft. Jetzt gibt es auch immer mehr Fälle in Altersheimen und Italien gilt ja ohne dies schon als ein Land, wo die Infizierten und die Fälle, wo es schwere Verläufe gibt und Tote gibt, ein hohes Durchschnittsalter haben. Wie wird denn jetzt mit dieser Situation umgegangen, dass es jetzt gerade diese Einrichtungen ganz besonders betrifft? Ja, wie gesagt, also immer mehr Altersheime im ganzen Land, die melden immer mehr Erkrankungen, auch Todesfälle. Ein Beispiel vielleicht aus der Stadt Nerola, hier in der Nähe von Rom. Da wurden in den letzten Tagen 60 Krankheitsfälle der Heimbewohner gemeldet. Auch ein Dutzend Mitarbeiter des Heims, die sind erkrankt. Es gibt unter den Heimbewohnern noch 2 Todesfälle und dort wurde dieses Heim jetzt isoliert und auch die ganze Gemeinde zur roten Zone erklärt. So sollen eben diese neuen Infektionsherde, die leider im ganzen Land auch immer mehr auftreten, so schnell wie möglich eingedämmt werden. Und der Ruf ist natürlich auch groß, vor allem in den Altersheimen, sowohl die Bewohner als auch die Mitarbeiter massiv zu testen, um so schnell wie möglich eine klare Datenlage zu haben und schnell einschreiten zu können. Die Krisenherde in Italien waren immer im Norden des Landes zu finden. Was heißt das für den Süden? Zum einen, was die Entwicklungen betrifft und zum anderen, was die Vorkehrungen betrifft. Die Zahlen, die steigen im ganzen Land. In Italien im Norden hat man zuletzt eine ganz leichte Verminderung der neuen Fälle gesehen, aber das dürfte noch keine Trendwende sein, wie man heute auch von neuen Zahlen erfährt. Auch in Süditalien gibt es Fälle, auch hier steigen die Fälle, aber eben nicht so rasant wie im Norden. Der Süden, der versucht eben so gut wie möglich, sich auf steigendere Zahlen hier vorzubereiten. Ein Beispiel vielleicht: der Präsident der Region Kampanien, das ist die Region rund um Neapel, der hat gestern einen sehr dringenden, einen sehr deutlichen Brief an den Regierungschef Giuseppe Conte geschrieben, in dem er sagt, dass
Neapel und auch die Region Kampanien zwar Betten ausgebaut haben, dass dort Spitäler vorbereitet werden auf steigende Patientenzahlen, aber dass es eben auch Masken dort braucht. Es braucht Schutzausrüstung für Ärzte und für Ärztinnen und es braucht auch Beatmungsgeräte. Die gibt es einfach zu wenig in den süditalienischen Regionen und die wurden bei der Regierung bestellt. Die ist ja dafür zuständig, dass diese Schutzmaßnahmen im ganzen Land verteilt werden, aber diese seien eben in Kampanien bisher nicht oder viel zu wenig eingetroffen. Und der Präsident Kampaniens, der bereitet sich auf sehr, sehr schwierige Tage vor. Aus Sizilien hört man heute, dass man dort mit einem Höhepunkt der Ansteckungen erst Mitte April rechnet. Also man sieht, die Vorbereitungen laufen, aber die Sorge, die ist sehr, sehr groß, dass sich das Virus eben auch im Süden stärker ausbreiten könnte, wo das Gesundheitssystem eben in den letzten Jahren wirklich durch extreme Einsparungen sehr stark geschwächt worden ist. Weil wir gerade über die Zahlen der Verbreitung auch in anderen Landesteilen reden. Ich habe vorher gesagt, es gibt Zweifel an diesen Zahlen, Zweifel an der Statistik. Ist das so wie in Russland? Carola Schneider hat es vorher gesagt, dass diese Zweifel zu Recht bestehen. Ist das so wie in Russland, auch in Italien, dass man zu Recht an so manchen Zahlen, die da publiziert werden, zweifeln kann? Ich würde nicht sagen, dass es wie in Russland ist. Es wird hier nichts absichtlich verheimlicht. Aber wir leben hier in einem 60-Millionen-Einwohner-Land. Es ist extrem schwierig, alle zu testen. Aber es gibt hier eine durchaus sehr offene Diskussion darüber, ob diese Zahlen tatsächlich stimmen oder nicht oder ob sie die Realität widerspiegeln. Es sind nicht nur Vertreter aus der Ärzteschaft, die hier Mängel andeuten, sondern selbst der Chef des Zivilschutzes, das ist ja jene Behörde, die jeden Abend die neuesten Daten der gemeldeten Krankheits- und Todesfälle bekannt gibt, der sagt dieser Tage in einem Interview, dass er selbst nicht damit rechnet, dass das wirklich die realen Zahlen sind, eben weil nicht alle Personen getestet werden können. In der Lombardei zum Beispiel werden nur Menschen mit sehr starken Symptomen getestet, sobald sie ins Spital kommen. Das heißt, viele Menschen, die zu Hause sind, entweder asymptomatisch sind oder leichte Beschwerden haben, die haben gar keine Chance, einen Corona-Test zu bekommen. Und der Chef des Zivilschutzes, der sagt deswegen, dass er eigentlich davon ausgeht, dass es pro gemeldeten Krankheitsfall rund 10 weitere gibt, die einfach keine Tests hatten und die man deshalb nicht in der Statistik aufnehmen kann. Und das Problem in Italien ist auch, dass die Regionen sehr unterschiedliche Ansätze haben, wer wann getestet wird. Deswegen die einzigen Zahlen, die es gibt, die sind die gemeldeten Zahlen, die der Zivilschutz hat und auf die muss man sich stützen. Aber man geht hier sehr stark davon aus, dass die tatsächliche Zahl eben weit darüber liegt. Vielen Dank für die Schilderung der Lage in Italien, Katharina Wagner. Eine ganze Reihe von Veranstaltungen wird dieser Tage abgesagt oder ist schon längst abgesagt worden. Die allergrößte, die man sich vorstellen kann, das sind natürlich die Olympischen Spiele, die heuer im Sommer in Tokio hätten stattfinden sollen. Da hat es doch einige Reaktionszeit gebraucht, bis auch die verschoben wurden. Das asiatische Land ist nahe am Corona-Ausbruchsland China. Offiziell sind in Japan bisher nur rund 1300 Menschen erkrankt. Eine Ausgangssperre gibt es dort nicht und das, obwohl die Gesellschaft relativ alt ist und damit viele Personen gefährdet sein könnten. Japan versucht den Spagat zwischen Tradition und Moderne. Per Videoanleitung machen Senioren im Osten des Landes Sport im Aufenthaltsraum. Sie vermeiden es, in Corona-Zeiten nach draußen zu gehen. Fast 30% der japanischen Bevölkerung ist älter als 65 Jahre. Gezielt versucht man in Japan, nur wenige Personen zu isolieren. Ich finde es gut, denn das Video ist unterhaltsam. Auch für die Profis verlängert sich die Trainingszeit. Die für den Sommer geplanten Olympischen Spiele hat man nach Druck aus dem Ausland auf das kommende Jahr verschoben. Wann sie genau stattfinden, ist aber noch unklar. Dass man sich so lange Zeit gelassen hat, hat seine Gründe. Die Verschiebung dürfte einen Milliardenschaden hinterlassen. Und auch der wichtige Tourismuszweig muss mit enormen Einbußen rechnen. Ansonsten bietet sich in Japan ein für Europäer inzwischen ungewohntes Bild. Die Menschen pilgern zu den blühenden Kirschbäumen. Auch in den Städten gibt es scheinbar noch Alltag. Der relativ dicht besiedelte Inselstaat hat fast 127 Millionen Einwohner. Und bei denen war schon vor der Corona-Krise der Mundschutz ein beliebtes Utensil. Jetzt erst recht. Die traditionelle Verbeugung anstatt eines Handschlags zur Begrüßung verringert die Gefahr einer Ausbreitung des Virus ebenfalls. Die Hygieneregeln wurden penibel beachtet.
Bisher hat man von drastischen Maßnahmen Abstand genommen. Seit Wochen wird ressourcenschonend wenig getestet. Man konzentriert sich lieber auf Hotspots. Experten vermuten allerdings, dass die Dunkelziffer höher liegen könnte. Und es scheint, als wenn die Strategie nicht mehr aufgeht. Allmählich steigt auch in Japan die Zahl der Infektionen rasant an. Die Gouverneurin der Hauptstadt appelliert an die Bevölkerung, zu Hause zu bleiben. Lange Schlangen in den Supermärkten waren die Folge. Und auch der Premierminister zeigt sich besorgt. Die Zahl der Neuerkrankungen steigt, insbesondere in den Städten. Der Ursprung ist unklar. Viele Fälle kommen vermutlich aus dem Ausland. Und so könnte es sein, dass bald mehr Japaner für die Morgengymnastik auf die bei den Senioren so beliebten Videos zurückgreifen werden. Ein Blick nach Japan und auf die Corona-Situation dort am Ende einer Sendung, in deren Mittelpunkt gestanden ist die Pressekonferenz der Regierung zu Maßnahmen zur Rettung der Wirtschaft, Hilfspakete, die wir mit Dieter Bornemann besprochen haben. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Noch mehr wirtschaftliche Implikationen der Corona-Krise heute von Ihnen dann in Echo am späteren Abend. Ich verabschiede mich einstweilen. Halten Sie Abstand. Wir halten Sie auf dem Laufenden und dann kriegen wir das hin.